Also wenn es gestern wenn Phil war, ich kann nichts dafür als Udo, weil ich bin eigentlich wie eine Maschine, wenn man mir nicht sagt, ich soll aufhören, höre ich nicht auf. Die Schwierigkeiten. Ich bin immer hin und her gerissen, wo ich jedes Mal sage, ich habe mir eigentlich als Udo fest vorgenommen, dieses Mal komplexere Sachen zu machen, und dann sehe ich so viele Fragezeichen. Und ich kriege immer wieder Fragen, die Leute kommen zu Fragen, und ich sage, die sind alle beantwortet. Wir kommen dann zu Fragen 1, Fragen 2, Fragen 3. Wollte ich gestern schon anfangen, das wollte ich ganz am Anfang machen, und ich bin gar nicht dazu gekommen, weil ich immer permanent merke, ich erkläre was, ihr leidet alle durch die Bank am nicht richtig zuhören können. Ihr interpretiert ständig. Es geht jetzt nicht von dem, was ich sage, sondern ihr habt Reizauslöser. Und das ist bei jedem anders. Das macht euer Programm. Es sind Einzelteile. Hier die Fragen zum Beispiel stellt, dann hole ich aus. Ich hole deshalb aus, weil wenn ihr die Grundlagen, die mit den verkehrten Grundlagen ausgeht, vom Denken, diese Petitio Principi in der Naturwissenschaft, mein Beispiel ist, dass ihr euch vorstellt, wenn Wissenschaftler jetzt in der Quantenmechanik was hochrechnen, das ist rein arithmetisch, ich mache jetzt im Großen und Ganzen absolut korrekt nach dieser Arithmetik, die man zum Denken benutzt. Man geht Schritt für Schritt, man rechnet hoch, dann kommen eigentlich in Widersprüche, und dann müssen sie renommieren, weil sonst ist ja alles, was sie sich darunter aufgebaut haben, verkehrt. Dann wird wirklich Renommierungen, nennt man das dann. Das ist zum Beispiel, wenn man von Quantenspin redet und so weiter und so fort. Umdrehungszahlen von Teilchen, die unendlich klein sind, für eine Umdrehung brauche ich zumindest einen Radius. Und das ist jetzt, wenn wir uns den Lesch anhören, der dann sagt, hier mit dem Urknall, weil die Schwierigkeit rum, das ist das Wort Solipsismus. Der Solipsismus wird nicht verstanden, und jetzt ist es die Singularität, die nicht verstanden wird. Die Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Es kann nicht aus nichts kommen. Jetzt, wenn die aber begriffen hätten, dass ihre Energie, aus der alles entsteht in der Einstein-Formel, etwas ist, was nicht gedacht werden kann. Jegliche Art von Energie, die du dir denkst, ist eine Form dieser Energie. Wenn du dir das Wort Geist denkst, ist es eine Form von Geist. Wenn du dir Gott denkst, ist es eine Form von Gott. Jetzt haben wir zwei Sachen. Einen Gott, der nichts ist, wenn er keine Form hat. Drum ist Energie, kann weder vernichtet werden. Das gilt eigentlich nur für nichts, weil noch weniger geht nicht. Es kann aber auch nicht vermehrt werden. Es ist schon das Meer, Elhayon. Das heißt, nur das Wort unendlich ist schon wieder ein Wort. Ihr wisst, früher habe ich immer wieder gesagt, wenn du Vorstellungen hast, ich mache das nur als Strecke, als Raum und Zeitfenster. Und das klingt so kompliziert, aber ich gehe schon wieder in ein Fachgebiet rein. Was mir wichtig ist, nochmal, beobachte dich selbst, und die Schwierigkeit besteht darin, dass du Mechanismen in dir spürst, die du nicht mitkriegst. Das ist, in dir ist so viel Unbeantwortetes unmöglich und so viele Sachen, die für dich hundertprozentig sicher sind, obwohl das ein absoluter Hirnschiss ist. Und du musst hören, was ich sage. Und ich benutze die Sprache, ich benutze zurzeit die Worte so, wie ich dir das in deine Kiste reinlege. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel Zentrum sage, dass du an Mittelbind denkst. Ich weiß, wenn ich Ästhetik sage oder ästhetisch sage, dass du an Schönheit denkst. An ästhetisch halt, das weiß doch jedes Kind. Aber das, was die Kinder wissen, die du dir ausdenkst, ist das, was du ihnen in die Köpfe reinlegst. Was denken dann die Leute von mir? Die Leute, die du dir jetzt denkst, das sind Medim. Das ist, für Menschen gibt es im Hebräischen verschiedene, jetzt will ich schon wieder reingehen, dieses Wort Medim müssen wir jetzt trotzdem schnell machen, eingeschalten muss ich. Moment, Entschuldigung. So. Das ist jetzt das Hilfsmittel hier, das perfekt, pass auf, wir gehen jetzt einfach einmal, wenn ich jetzt, das weiß ich, ich könnte es natürlich nach Deutsch suchen, da bei Menschen, was du verschiedene Wörter eigentlich gar keine finden, weil in einem Wörterbuch die Plural ja nicht drin ist, dann müssen wir das Wort Match nehmen, aber ich gebe mal dieses hebräische Wort M ein. Und was ich zuerst einmal, wenn man anfängt. Ich muss jetzt gleich von vornherein wieder sagen, du lernst nur, es sind immer Fächerungen, es ist komplex, es ist aber überhaupt nicht kompliziert. Erinnert euch, ich bin der Erste, das, was ich erkläre, kann jeder 13-Jährige nachvollziehen. Es geht hier nicht darum, dass man was glauben müsste, was man nicht überprüfen könne. Das heißt, was ich jetzt euch hier zeige, sage ich, das sind ganz normale Wörterbücher. Diese Sache hier unten nicht. Diese Sachen hier unten nicht. Das ist Holofeeling. Das auch, was in Wörtern, die Kommentare und die Tipps auch nicht. Da geht es dann schon weiter. Das ist also so, dass wenn wir das M machen, die muss den austauschen.
dass euer Wertesystem ständig aus Geräuschen, was war der Anfang? Ihr hört jetzt Geräusche und diese Geräusche erzeugen in euch Vorstellungen. Aber die Vorstellungen hängen davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Punkt. Der blaue Mensch, nenne ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist dein Schwamminhalt. Das ist schon eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Dieses Beispiel mit dem Schwamminhalt, das erkläre ich jetzt wirklich nicht. Das ist noch ein raumzeitliches Beispiel. Der kleine Schwamm, der sich im Laufe des Lebens vollsaugt, da ist das drin, was an der Umwelt in Elternhaus und Schule aufgesaugt wird. Du wirst mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, wenn du im Persien aufwächst, als Glauben muslimisch sein, wenn du in Rom aufwächst, katholisch sein und in Indien wirst du wahrscheinlich ein Hindu sein. Das ist einmal das Erste. Das ist der Schwamminhalt. Dann haben wir aber noch den Schwamm selber. Das ist derselbe Schwamm. Der Schwamm verändert sich ja nicht. Das heißt, du wirst dann so ausschauen, wie du jetzt ausschaust. Du hast bloß einen ganz anderen Glauben und versuchst da andere Texte, ein anderes Sprachsystem in dir drin. Das ist ein raumzeitliches Beispiel. Das ist schon der erste Fehler, aber ich versuche mich anzupassen an deine gewohnte Denklogik. Darum springe ich immer wieder, dass ich ihr sage, obwohl ich nur mit dem spreche, der mich oder uns jetzt ausdenkt. Das könnte ich jetzt wieder sagen, das ist der, der vor dem Computer sitzt. Der muss nicht einmal in dem Raum sein, weil der in einem Raum sowieso nicht ist, sondern der ist in einem Traum. Der Denker ist, erlebt seine Traumwelt. Und jetzt ist es, wie ich immer wieder sage, Zeit gibt es ja nicht. Es ist alles gleichzeitig da. Das mache ich mit dem Bücherregal, mit den Büchern, mit den Seiten. Die Seiten in dem Lebensbuch, das du zurzeit liest, das ist dein Intellekt. Und da muss dir klar sein, wenn du zum Lesen anfängst, wenn du auf die Welt kommst, ist dein ganzes Leben schon da. Darum habe ich auch hier, und die Sachen meine ich wirklich ernst, da rede ich nicht metaphorisch. Weil solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du konntest das bestimmen, dass du jetzt heute da sitzt, hast du von dir noch gar nichts verstanden. Weil du immer noch glaubst, du bist das Tier, das frei entschieden hast, dass du hier heute nach Bleinfeld fährst. Das war schon festgestanden, wie du in die Schule gekommen bist, auf der Seite 6. Hat es diese Seite schon gegeben, wo du jetzt bist. Darum sage ich, es kommt zusätzlich noch, es geht nicht nur, welches Lebensbuch, welches Programm in dir läuft. Und wir machen hier weder eine esoterische Spinnerei, noch eine religiöse Spinnerei. Und jetzt müssen wir wissen, das ist der Zauber, ein kompliziertes Programm zu schreiben. Das ist die eine Seite. Aber ein kompliziertes Programm im Hintergrund, so eine einfache Bedienungsanleitung mitlaufen zu lassen, das habe ich gerade erklärt, alles, heute schon einmal erklärt. Jetzt schau dir das an. Nein, brauche ich nicht, danke. Du musst einfach nur diese Tabelle der 22 Zeichen, wir haben natürlich 27 Zeichen, die Endzeichen sind im Prinzip dasselbe. Wenn ich die 60, das S, SB, ich rede von Spinnerei, wenn ich das S rot lese, ist es absolutes Bewusstsein. Das war übrigens das Schwierigste überhaupt, was ich gemacht habe beim Schreiben der Erfahrungen, ein ganz simples System zu machen, das du sofort anwenden kannst, du brauchst kein Hebräisch lernen. Es rot gelesen ist Bewusstsein, das absolute Bewusstsein und P ist die Weisheit. Das wäre eigentlich dann auch das NP. Bei Gott denkt TT 400 mal 400 ist 800, das ist dann das NP. Wenn wir das blau lesen, ist es die ausgedachte Raumzeit, 60 steht immer für Raumzeit, Et, wenn ich jetzt das so hochschreibe, 70, 400 heißt Zeit, eine augenblickliche Erscheinung, ist ein etwas raumzeitlich wahrgenommenes. Das Raumzeitliche kannst du physikalisch sehen, da gibt es keinen Unterschied. Ob ich mir jetzt 1000 Jahre ausdenke oder 1000 Kilometer, spielt keine Rolle. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit, dass diese Worte in euch Vorstellungen auslösen. Wir machen es einmal mit der Zeit. Ich behaupte, 1000 Jahre dauern genauso lang wie eine Sekunde. Psalm 22, Vers 4, glaube ich, ist es. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Da muss man da hinschauen, weil was hier als Jahre übersetzt wird, steht eigentlich das hebräische Wort schlafen und wiederholen. Jetzt pass auf, ich will es euch beweisen. Ich habe ein YouTube-Video gemacht. Ihr wisst ja, wenn ihr drauf drückt, bräuchte ihr der Leiter rüber. Und ich drücke drauf, ich spiele das immer ab. 1000 Jahre. Jetzt mache ich ein neues. Eine Sekunde. Die haben gleich lang gedauert. Es löst, die Worte lösen andere Vorstellungen in dir aus. Wie ich immer sage, denk an die Erdkugel und jetzt denk an das Sandkorn. Ist dieser reine Gedanke in deinem Kopf
von der Erdkugel größer wie das Sandkorn in dir drin. Es ist nur die Vorstellung, die du dir um dich herum ausstreust, die sich verändert. Jetzt ist aber, wenn du das zweite Gebot hältst, dann wirst du feststellen, dass da außen sowieso nichts ist. Du kannst dir was ausdenken, das ist wie wenn ich aus einer Datei ein Bild auf dem Bildschirm hole und immer dran denken, die B-I-L-E-R im Kinder weg, die Bilder sind immer in dir drin. Die müssen in dir drin sein, sonst könntest du das gar nicht sehen. Selbst dein materialistischer Glaube, dieser geistlose Glaube, schreibt dir vor, es muss in meinem Gehirn angekommen sein, egal ob das jetzt dieser Nervenimpuls ist, ob das Schallwellen sind, all das Zeug, was so schön ist, was noch nie einer gesehen hat. Und ihr hört es und es ist wieder weg. Und dann sind die Fragen beantwortet, dann kommen die Leute zum Udo her auf dieser Brüsselebene, immer wieder die Johannes-Offenbarung, der Johannes kniet sich nieder, wird das Lamm anbeten, er sagt, spinnst du, wir sind doch alles 2+ ausgedachte Brüssel. Lass uns den anbeten, der uns ausdenkt. Ich mache das sehr relaxed, das bedeutet das. Und darum sage ich, wenn dir Physiker eine Formel erklären, die haben keine Ahnung davon, die erklären dir das, was man ihnen an der Schule erzählt hat. Die rezitieren. Wenn dir irgendein Theologe erklärt, was in der Bibel steht oder einer, was im Koran steht, der erklärt dir das, was ihm seine Lehrer erklärt haben, aber wo haben die das Wissen her? Und darum kommen diese ganzen Fehler, dieser absolute irre Wahnsinn, und schauen wir mal nach, wie die DNA aufgebaut ist. Die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal um den größten Mikroskop der Welt sieht. Was natürlich noch krasser ist, wie ich gerade gesagt habe, wenn du dann nachliest an der Universität, ja wie das Wassermolekül aufgebaut ist, das hat Geiler, Sack und von Humboldt schon vor über 200 Jahren genau definiert. Wo es noch nicht mal einen gescheiten Fotoapparat gegeben hat, geschweige denn die Mikroskope unterirdisch sind. Oder wenn du dann liest über Camaldon A, wo ich gerade hernehme, dass der hier 18. Jahrhundert wurden da die 440 Hertz oder was weiß ich festgelegt. Wie haben die diese Schwingungen? Haben die so feine Augen damals gehabt, dass man das zählen kann? Vergangenheit ist ein Produkt, das hier und jetzt erschaffen wird und in die Vergangenheit gedacht wird. In Maßsetzung deines Schwamminhalts, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist die Wirklichkeit. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wenn ich in dir auftauche, und es spielt keine Rolle, ob ich als Brüssel Udo in deinem Gesichtsfeld auftauche oder ob nur ein kleines Pixelmännchen bin auf einem Monitor, dass du komplett dich erweiterst. Und jetzt ist ja noch wichtig, all das Wissen, das du in dir hast, gehört auch zum heiligen Ganzen. Ich nehme dir dein Wissen nicht weg. Ich muss es dir aber kurzzeitig wegnehmen, untere Ebene, weil du dich massiv damit wehrst, dir was Neues aufzuspielen. Und dann mache ich wieder die Computermetapher. Bei Eltern für ein neues Betriebssystem muss ich das alte platt machen. Jetzt habe ich dann wieder Leute, ja, ich kann doch 2 parallel laufen lassen. Ich sage immer wieder, ja, aber. Jein. Selbstverständlich kann ich einen Computer mittlerweile, macht Mac zum Beispiel, Apple hat ihr Betriebssystem und irgendwann haben sie gemerkt, sie kommen in die große Sache nicht rein, wenn sie nicht alternativ Windows anbieten, weil Windows so mächtig ist. Darum kann man seit ein paar Jahren erst, kannst du jeden Apple-Computer wahlweise, wenn du einen Laptop kaufen musst, ist auch Windows mit drauf oder kann man drauf machen, dass ich auch auf Windows-Programme zurückgreifen kann. Wollten die lange Zeit nicht. Ich kann ja 2, darum geht's gar nicht. Das sieht ja so aus, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Betriebssystem hast. Früher musste man die Maschine platt machen und das neue komplette Betriebssystem aufspielen mit Verlust des Vorhergehenden. Ich nehme dir das weg, weil du dich dagegen wehrst. Und jetzt spiele ich dir ein neues Betriebssystem auf, ein neues, wo Apple und Windows Untersysteme sind, das aber noch viel mehr kann. Das ist die Sache mit dem Haar. Dein ganzes Wissen ist ein Haar. Du gibst mir das Haar, weil sonst kann ich dir nichts neu aufspielen, weil deine neue Logik permanent sich wehrt. Und das sind jetzt so Geschichten, wo passieren. Wenn ich jetzt, der Lutz kommt heute Morgen zu mir und dann zittert der ganze Kerl am ganzen Leib, weil er so aufgeregt ist, wenn er vor mir steht, ist so, dass du überhaupt nichts verstanden. Was jetzt ist, ja, mir brennen so Fragen. Seit 10 Jahren habe ich eine Riesenfrage gesagt und er wollte mir nur erzählen, das habe ich in dem Vortrag gestern beantwortet, rein zufällig. Ich sage, ich habe den Vortrag halte ich nur für dich. Die Schwierigkeit ist, dass ihr davon ausgeht, wenn du jetzt sagst, du bist der Johannes, deine Logik zwingt dich noch, dass du Hubi und alle anderen, den du eigentlich gar nicht kennst, dass die dasselbe hören wie du. Das ist deshalb, weil die du dir jetzt ausdenkst mit deinem Programm, dass diese Leute so sind und das erleben, was du glaubst, dass sie erleben. Die große Schwierigkeit ist, dass im Hubi-Programm kann sein, dass der jetzt auf seiner Arbeit ist. Und das ist es ist nur, weil das jetzt wird's kompliziert zum Erklären. Was mir wichtiger ist, dass der mich jetzt ausdenkt, der glaubt jetzt in diesem Moment ein gewisser
Person zu sein, in dem läuft dein Programm. Das kann jetzt durchaus sein, dass du glaubst, du bist jetzt hier im Blindfeld. Aber du wirst feststellen, auf einer anderen Seite sitzt du vor deinem Computer und hörst dir die Aufzeichnung nochmal an, um das Revue passieren zu lassen. Das ist auf derselben Seite, es passiert immer jetzt, jeder Moment ist jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und dann nützen dir die ganzen ESO-Spinner, die ich in dir auftauchen lasse, die vom ewigen Hier und Jetzt reden und dann sagen, vor 5000 Jahren haben die Maya. Es ist ein Riesenunterschied, ob du was wirklich verstanden hast oder ob du nur rezitierst, ob es dir logisch erscheint. Zurück zu unserem Lutz. Das ist das allererste dein Programm. Ja, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich dich sehe. Ich sage nichts dagegen, dass du einen Respekt hast, aber du solltest den Respekt zuerst einmal von der Wissen und der Weisheit haben, die ich dir mitteile, auf der Bröselebene und vor dem, der uns zwei ausdenkt. Und du vergisst es permanent, weil sonst würde das untere Spiel nicht so ablaufen. Ja, er hat mir die Frage und dann hat er gesagt, er wollte mich schon mal anrufen, aber dann traut er sich nicht. Das hat er übrigens in Holger erzählt. Das wusste ich gar nicht als Udo, aber der Holger sagt, was ist du? Der Holger erzählt, er skypt mit Lutz und er sagt, ja, ich wollte jetzt den Udo aufregen. Ich habe mir irgendwann einmal den Mut zusammengenommen, weil ich wollte, dass er mir die Frage beantwortet. Schweißgebadet, weil ich die Nummer vom Udo sitzt, zitternd da, erzählt er in Holger und Gott sei Dank, der war nicht da. Aber der Witz ist, die Frage habe ich ihn gestern rein zufällig beantwortet mit diesem Bruno, mit dem Gröning, weil er nämlich vor vielen, vielen Jahren Heiler war in dem Bruno-Gröning-Kreis und er hat selber geheilt und es funktioniert. Das ist doch klar. Du wirst von mir nie hören, wenn einer was behauptet, dass der nicht recht hat. Eventuell, er lügt bewusst, aber dann ist es sein Problem. Selbst wenn er neben mir auftaucht und sagt, er wurde von grünen Mastmännchen entführt. Wenn er mit diesem Programm das aufschmeißt, du glaubst gar nicht, was Glaube alles verwirklichen kann, aber bloß in dem Kopf, der es träumt. Du kannst in einer Hölle leben und es den Leuten erzählen mit Albträumen. Von einer anderen Logik aus, wo du nur eine Figur bist, ist es komplett abgeschottet. Es funktioniert alles. Dann mein Bodo. Der ist seit Sonntag da, der wollte unbedingt mal ein Erlebnis erzählen müsste. Der ist auch, hat als Heiler gearbeitet. Und könnt ihr euch, wenn ihr wollt, geht zum Bodo, könnt ihr es euch erzählen lassen, was er erlebt hat. Das hat er erlebt, weil das sein Traum ist mit dem Bodo-Programm. Das funktioniert, aber es ist dieser Zustand des Heilens und dann die Energie, die durch mich durchgeflossen ist. Es sind alles nur Gedanken. Du musst in die andere Richtung schauen. Es sind einfach nur Informationen. Und wenn wir hier jetzt die Spinnerei machen, jetzt kannst du hier schon spinnen. Jetzt kann ich sagen, das absolute Bewusstsein und das Wissen. Ich kann auch sagen, die Weisheit erzeugt immer ein Wissen von Raumzeit. Wichtig ist jetzt, und da muss ich mich jetzt hinsetzen dazu, das ist einmal die Grundsymbolik. Dieses System von Lautwesen gilt für alle Sprachen der Welt. Das sind nur Untersysteme. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt abläuft. Ich habe in Tag vor, ich tue nie was vorbereiten. Das sind manchmal so kleine Sachen. Ich lasse das frei, weil es eh immer anders kommt. Weißt du mal, das Spiel habe ich schon irgendwo mal gemacht. Schaut, das ist ganz einfach, das ist der Google-Übersetzer, ne? Da machen wir jetzt Sprache erkannt. Das kann natürlich ganz, ganz schwer machen. Jetzt ist das nochmal Deutsch. Und das kann man sich ja vorlesen lassen. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D. A, B, C, D. Der Chinesisch wird nicht gehen, weil man gerade zeigt. A, B, C, D, E. Dann machen Sie es. Na, dann machen Sie es automatisch Englisch. Dann machen Sie es automatisch Englisch. A, B, C, D, E. Und ihr merkt jetzt, das ist das Geräusch. Das ist das Geräusch und eine Logik macht daraus dann Vorstellungen in Buchstaben. Ich sage mal Bilder als Buchstaben. Jetzt machen wir das ein wenig komplexer, passt auf. Den tue ich jetzt einmal weg. Die muss ich jetzt ganz umtauschen. Jetzt haben wir hier zuerst einmal einen gewissen Text. Öffne deinen geistigen Fokus. Wenn du Geist jetzt
Das übrigens, dieses Spiel hat mich ungefähr 2,5 Stunden gekostet. Nicht das aufzuschreiben, sondern es geht mir um Rückübersetzungen. Ich habe nämlich einen Text verfassen wollen, der das ausdrückt, was da steht. Und ich habe als erstes Französisch benutzt, der sinngemäß, wenn ich jetzt das auf Französisch hier übersetzen lasse auf Französisch und ich nehme das Französisch und mache das Französisch als Ausgangssprache und lasse das Französisch ins Deutsche übersetzt, dass dann sinngemäß die Rückübersetzung aus dem Französischen in Deutschen von der Maschine, absolut sinngemäß, wie das dann ausformuliert wird von der Maschine. Immer dran denken, du bist eine Maschine. Achtet einmal auf das schöne Wort, wie das dann die Maschine ausformuliert. Das ist schon mal ganz, ganz interessant. Jetzt passt auf, öffne deinen geistigen Fokus, wenn du Geist jetzt genau hinziehst. Schau hin. Siehst du, dass alle diese Worte gleichzeitig da sind? In einem bewussten Geist kommt nichts zeitlich nacheinander. Im absoluten Jetzt ist immer alles gleichzeitig da. Alles schon, wenn ich groß klein schreibe, ich habe das jetzt groß geschrieben, spinne die Maschine schon. Was ganz schlimm ist, du Geist, du musst dich, ich habe das, du Bewusstsein, es gibt immer wieder, dann wirst du zwangsläufig zu Verstand von der Maschine gemacht. Die Maschine funktioniert genauso wie der Mensch, du bist eine Maschine. Das Wort Geist ist für euch Verstand, ein ausgedachtes Bewusstsein, es ist Gehirn, es ist, die Maschine ist nur ein Spiegelbild von dem Programmieren, von dem intellektuellen Wissen der Menschheit und Google ist ein Wissenspool ohne Ende. Und immer dran denken, ich predige keine Feindbilder. Nicht ein einziges. Und wenn man den Eindruck gehabt hat, dass ich hier die Intellektuellen der Welt, die Professoren und so weiter, gestern ganz gewaltig abgewatscht habe, alle Ärzte, alle abgewatscht habe, das könnt ihr total vergessen. Ich bin ein ganz ein Lieber und ein ganz ein Braver. Die haben sich selber abgewatscht mit ihrer Logik, wenn sie da aggressiv drauf reagieren. Das ist wie, du bist ja bloß ein dummer Affe. Watsch ich dich jetzt ab, wenn ich dich darauf hinweise? Das ist nicht meine Meinung. Es ist das Unbewusstsein. Das wollte ich euch vor Augen führen. Und dann wirst du massiv ein Feind, du wirst ein Feindbild, weil du denen das erzählst, was er glaubt. Weil du ihn darauf aufmerksam machst, dass ihm gar nicht bewusst ist, dass er definitiv bloß letzten Endes glaubt, dass Geld ihn am Leben erhält. Die ganze Industrie, der Konsum, es geht nur übers Geld. All die Almena-Vorträge anhören. Warum willst du Geld? Frag dich einmal selber. Ja, weil ich mir meine Wünsche erfüllen will. Ich sag, wann gehst du dann den Umweg? Warum wünschst du dir, du wünschst dir Geld, obwohl du eigentlich willst, dass deine Wünsche erfüllen kannst, dann wünschst du dir doch gleich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wieso willst du, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen? Ja, weil ich glücklich sein will. Warum machst du den Umweg? Dann wünschst du dir doch gleich, dass du glücklich bist. Das ist das Spiel, die ihr verschiebt, das eigentliche Problem nach vorne. Oder wenn ich immer wieder hier diese Kleinigkeiten hier, ich will arbeiten, ich finde keine Arbeit. Ich garantiere dir, du kriegst so schnell Arbeit, geh irgendwo hin, dich nimmt fast jeder. Geh zu einem hin und sag, ich will bei dir arbeiten. Die Schwierigkeit ist, die werden dann zu sagen, nein, wir haben keinen Platz, nicht? Du musst nur zu dem sagen, wenn der sagt, der lehnt dich ab, du gehst jetzt an irgendeine Arbeitsstelle und der sagt, nee, ich habe keine Arbeit für dich. Moment, Sie haben mich falsch verstanden, Sie haben nicht zugehört. Ich habe gesagt, darf ich für Sie arbeiten? Ich habe nicht gesagt, ich will Geld von Ihnen. Was meinst du, wie schnell du eine Arbeit kriegst, wenn du kein Geld willst als Gegenleistung? Ihr verlagert, ihr seid in einen Wischi, ihr meine ich jetzt, ihr normalen Programme, ihr normalen Menschen. Das ist, und darum ist es Wissen, du lernst nur, du musst, das ist ein Kern, wo ich freigelassen habe in eurem Bewusstsein. Du musst extrem neugierig sein auf was Neues. Aber Maschine ist nicht neugierig auf was Neues. Da müssen wir wieder neu definieren. Neu, es kann durchaus Sachen in dir auftauchen, die du noch nie gesehen hast. Alles ist in den Ohrenbohrungen und in den Selbstgesprächen tausende Stück, auch tausendmal in verschiedensten Variationen erklärt. Es sind diese Filter, die dich blind machen. Wir können jetzt hier rausfahren, ich sage, ich nehme einen Blindfilter, da fahre ich 10 Kilometer um eine Weide herum, das hat er noch nie gesehen. Selbst bei dir jetzt normal gesprochen in deinen Heimatort, ich setze mich mit dir in ein Auto und ich zeige dir Stellen, Blickwinkel, wo du noch nie gesehen hast, obwohl das in unmittelbarer Nähe ist. Dann ist es für dich neu, obwohl es nicht neu ist. Jedes Dorf, das du siehst, hast, das du noch nicht gesehen hast, das sind Häuser, das sind Bäume, das sind Gartenzäune, die sind minimal variiert, das sind wie ein Mandelbrot-Fraktal. Nennen wir die Selbstähnlichkeit. Wir springen aber aus derselben Iterationsformel. Das ist die Frage, wie viele Umdrehungen ich mache und dann kommt immer wieder dieses Apfelmännchen im Mandelbrot-Fraktal.
Oberflächlich betrachtet sieht es gleich aus. Sehen die ganzen Köpfe hier oberflächlich betrachtet gleich aus? Zwei Augen, eine Nase, die werden dann, wenn wir weiter nach Süden gehen in unseren Gedanken, wenn die dunkelhäutiger, dann vielleicht die Osten Schlitzaugen kriegen. Aber es bleibt auch, was im Körper drin ist, immer gleich. Warum? Weil du das glaubst. Die Aliens, wenn du wirklich nur ein Computer bist und die Bilder, die du siehst, abhängig sind vom Programm. Und ich programmiere dir, dass Menschen, das Wort Mensch, eine Kreatur ist mit einem Auge auf der Stirn und vier Lungen. Wenn ich das aufschneide, all das, was auf deinem Programm ist, kannst du dann als Vorstellung auf dem Bildschirm aufholen. Wenn es auf dem Programm nicht drauf ist, ist eine vollkommen, nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Das Weltbild des dritten Jahrtausends. Und dort ist die drei für die Synthese steht. Ist es die Zusammenfassung zuerst einmal allen Wissens. Alles, was du Vergangenheit nennst, das ganze Geschwätz an Universitäten in deiner Welt, baut immer auf angeblich zeitlich vorher errungenen Wissens. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn du wirklich Neues erleben willst, vollkommen Neues, brauchst du zuerst einmal ein anderes Taktsystem. Ich mache das immer mit einem ganz einfachen Beispiel. Mir sagen, du bist ein Computerchip, der in 5er-Schritten, in 5er-Wahrnehmungen denkt. Bitte, wenn jetzt wieder einer sagt, was erzählt er wieder, da komme ich nicht mit. Es ist dein Filter. Mach dich zu einem Kind, das neugierig ist. Und wir sagen jetzt, okay, du baust deine Welt auf, es wird ja immer gedaktet in 5er-Schritten. Dann muss dir klar sein, jede neue Zahlenfolge, die auftaucht, steht symbolisch für irgendeinen komplexen Gedanken, für ein Bild, für einen Baum, für ein Haus, für irgendeine. Ich bleibe aber nur in der Optik. Wir können ja jetzt, meinetwegen, hier tausende von Bildern machen. 5 Bilder sind 5 verschiedene Zahlen. So wie wenn ich jetzt eigentlich die katalogisiere und gebe denen ihre Nummer. Jedes Bild hat eine Nummer und wir sagen jetzt einfach mal ganz grob, diese Nummer steht für das Bild. Und wenn du in 5er-Schritten denkst, da ja die Zahlenkette unendlich ist, also du hast Gödel gemerkt, dass es da noch unterschiedlich große Unendlichkeiten gibt, das ist mit so einem Scheißdreck, sitzt die euch zu und die werden bewundert als die größten Mathematiker der Welt. Ich werde euch das gleich erklären. Also im 5er-Schritten muss euch klar sein, ihr könnt unendlich viele Bilder generieren, wo man unendlich viele Ziffern dazu machen, aber die haben eins gemeinsam. Die Ziffernketten, die drunter, die Zahlenketten, die unter den Bildern stehen, enden immer nur mit 0 oder 5. Ob ich jetzt 65.560 Bilder oder das nächste Bild ist dann automatisch 65.565, weil wir in 5er-Schritten denken. Wenn du diesen Denkart in dir programmiert hast als Chip-Grundlage, wirst du niemals wissen, was 3, 7, 8 oder 9 ist. Weil jede neue Generation, jede neue Schöpfung immer mit 0 oder 5 endet. Das Gute liegt so nah. Das heißt, für diese Welt existiert auf der rechnerischen Ebene existieren keine Zahlen, die nicht mit 0 oder 5 enden. Das machen wir mit Holofeeling. Das ist überhaupt auch x plus 1 ist neues x. Das sind Iterationen, das ist die unendliche Reihe, um auf den Gödel kurz einzugehen, dass es unterschiedlich große Unendlichkeiten gibt. Wie kann ich mir das vorstellen? Du kannst die unendlich gar nicht vorstellen. Du versuchst dir was vorzustellen, was einfach nicht vorzustellen. Du kannst dich nicht einmal dich selbst vorstellen, was du Depp aber jeden Morgen machst, wenn du an dich selber denkst, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Das, was uns jetzt ausdenkt, ist nicht in der Lage, in irgendeiner Form sich vorzustellen, ohne sich zu einem Gedanken von sich selber zu machen. Ohne sich zu einer Form von sich selbst zu machen. Und du bist zurzeit mit deiner Logik in einem Bereich, wo du einseitig bist. Du kannst es abrastern und du musst dadurch raumzeitliche Vorstellungen aufbauen, die aber, es gibt keinen Raum, der Raum ist ein Traum. Aber ich sehe es doch jetzt. Dann setzt er VR-Brille auf, dann ist hier Schluss. Und dann schaust du, wie angeblich die VR-Brille aufgebaut ist. Da kann ich ja wieder nachschauen. Dann wirst du feststellen, das ist genauso aufgebaut wie 2 Monitore. Und da sind Rot-Grün-Blau-Lämpchen drin, die von außen natürlich hier bei der VR-Brille sind das Lämpchen, die nicht von außen angesteuert werden, sondern vom Computer. Und der Computer ist dein Gehirn. Dein Gehirn steuert die VR-Brille an, die leuchten auf und durch diese Illusion hast du da den Eindruck, dass die Vorstellung, dass das vor dir ist, obwohl das eigentlich aus dir kommt und hier diese 3 Dimensionen eine Illusion ist.
Und die guten Wissenschaftler, habe ich auswendig gelernt aus das Buch heraus, die haben die Natur da außen erforscht und die wissen langsam, wie das funktioniert. Das ist die Ursache, dass die ganzen menschlichen Erfindungen, zum Beispiel die Kamera, aufgebaut sind, wie das menschliche Auge. All das ganze Zeug, der Computer und das Gehirn wird gleichgesetzt, die verwechseln die Kausalität. Es ist nicht so, dass du von deiner Mutter abstammst, sondern die stammt von dir ab. Wenn du dir trocken aus dem Weibchen ausdenkst, ist es ein Gedanke und es baut eine Logik auf. Es steht und fällt, du musst aufhören, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und darum sage ich immer wieder, das Spiel lass mal weiterlaufen. Und wenn ich jetzt hier durch meine Wohnung laufe und ich bin zuerst in die Küche und dann gehe ich ins Schlafzimmer und dann gehe ich ins Wohnzimmer und ich habe den Eindruck, dass die Zimmer nacheinander kommen, was ist, wenn ich meine Wohnung als Ganzes betrachte? Was ist, wenn ich das Buch als Ganzes betrachte? Blätter ich dann wirklich immer um? Dann sind die alle gleichzeitig da. Wenn ich auf das Ding schaue, hier, öffne deinen Geist, die Worte sind jetzt gleichzeitig da. Ich mag's nochmal. Und in dem Moment, wo ich mache, hebe ich die förmlich raus. Und wenn ich jetzt dann genau hinschaue, wird jetzt bei dem Wort wahrgenommen, sind nochmal Schwangungen. Das ist jetzt, irgendwann wirst du feststellen, das ist wie wenn du das Meer anschaust. Und wenn ich jetzt das weiß, das ist eine Grundwelle. Die Grundwelle ist Ebbe und Flut. Ebbe und Flut ist eigentlich eine Welle, es ist einen halben doch so und einen anderen doch so. Sehr einfach ausgedrückt. Wenn ich jetzt aber den Maßstab verändere, wie beim Oszilloskop, und ich nehme eine Stunde raus, dann hängt, ob das hier oder hier hängt, das sehe ich nicht, weil wenn ich jetzt meinetwegen an einem Hafenbecken stehe, ist dieses Stück immer ausgemittelt, ist eben, und ich sehe dann bloß das hier. Das ist immer das Erste. Die Grundlagen, alles, die physikalischen Formeln, die Gesetze sind richtig. Problem beginnt in dem Moment, wo ich in Einheitskreis die Winkelfunktionen, die hier sind, nacheinander setze, obwohl die doch gleichzeitig da sind. Das heißt, das, was ich in der Zeit mache, schiebt sich zusammen. Das ist ein Unterschied im Plus und Minus. Ich mag es dann immer so. Jetzt habe ich in Ellingen, wie ich so extrem erkältet war, fast nicht reden konnte, bin ich ganz kurz, die neueste Stand der Technik Computerforschung sind die Quantenbits. Bisher ist ein Bit ja bloß 0 oder 1, an oder aus. Die Quantenbits sind viel komplexer. Und dann höre ich, ich zitiere zum Beispiel, das geht jetzt los, die können schon Quantenbits matten. Das sind dann mehrere Möglichkeiten, das ist jetzt schon schizophren, das was ein ist, obwohl es aus ist. Und alles, was die Professoren, wenn wir uns das anhören, ist so ein Gesetz, die haben nichts verstanden, die rezitieren einfach. Und es ist natürlich richtig, wenn ich die Worte anders setze. Anders setzen heißt, wir lassen es so, wie es ist, aber wir machen einen anderen Sinn. Das heißt hier, seht, jetzt muss ich nochmal zurück. Das ist jetzt das Problem, wo gestern auch den ganzen Tag der Fall war. Dass ich, mir, was war die Ausgangsbasis? Wisst ihr das noch? Das SB, wie sind wir auf SB gekommen? Das, was ich euch erzähle, ist weder eine esoterische SB-Innerei, Spinnerei, noch eine religiöse Spinnerei und schon gar keine vollkommen geistlose, weil Esoterik und Religion geht ja noch von einem gewissen Spirit, von einem Geist aus. Eine vollkommen geistlose naturwissenschaftliche Spinnerei. Das Wort Spinnerei beginnt mit SB. Das ist das erste Mal die absolute Bewusstheit oder raumzeitliches Wissen. Und das raumzeitliche Wissen ist innen. Jetzt können wir das Spiel machen, wenn ich jetzt das innen noch auffächer. Innen die Spinnerei. R heißt erweckt und I heißt ein Trümmerhaufen, wenn ich es mit 70 schreibe und schon bin ich hier. Jetzt, wenn ich aber weiß, dass das Wort SB, diese Radix im Hebräischen, Schwelle heißt, das ist zuerst einmal ein Becken. Becken steht für polare Ecken. Denk an den Tetraederspiegel, ohne darauf einzugehen. Ich mache das dann in jeglicher Form. Das tun wir mal hier mit weg. Das sind biblische Sachen. Hauptsächlich übersetzt mit Schwelle. Und dann habe ich schon Schinn. Das blaue Schinn, wenn ich eingebe, ist die Logik. Und die Logik erzeugt eine Welle. Die Welle wiederum, L mit 70 gelesen, heißt ein Hochheben. Zum einen etwas hinauftun und ein Joch. Ein Joch sieht ja so aus. Ich hole mir jetzt die Bilder, könnt ihr euch vorstellen, ein Gebirgsjoch zum Beispiel. Ein Tragjoch, eine Tragstange. Da steckt jetzt in der Schwelle, steckt das alles schon drin, weil das Energiewesen sind, die Bilder in euren roten Köpfen erzeugen, nicht in den blauen. Der entsteht erst, wenn ihr dran denkt. Jetzt gehen wir mal in die Physik Schrödingers Katze. Schrödingers Katze ist eine Kiste. Da muss ich jetzt erst mal wissen, dass diese Kiste, von der spreche ich doch auch immer.
Solange ich in die Kiste nicht reinschaue, ist in der Kiste nichts drin. Merkt ihr plötzlich, nein, das ist in dem Beispiel ist natürlich eine Katze drin und ein Mechanismus mit drin. Jetzt wenn ich Katze hebräisiere, heißt das Endpunkt. Ich gebe jetzt das nicht ein, weil sonst zögert sich das hinaus. Glaubt mir einfach, wenn das nachschaut und ihr wisst, was da eingehen müsst, dass es so ist. Das sind ein Haufen, die machen das seit vielen Jahren. Nochmal, solange du in einer Welt lebst, wo irgendwelche Idioten dir sagen, dass die menschliche Sprache sich in Jahrmilliarden hier zufällig entwickelt hat, das ist vom Tisch. Es ist hier mit dem Bündchen, wo ich angefangen habe. Wenn du der Erste bist, einer bist, du bist der einzige Mensch auf dem Planeten und du bleibst in dem Glauben, dass du ein sterblicher Trockennasenaffe bist. Und ich sage jetzt zu dir, du bist 50 Jahre alt, haben wir doch irgendwo angefangen. Das machen wir jetzt fertig. Du sagst, du bist 50 Jahre alt. Dann 25, Entschuldigung. Um das leicht im Kopf zu rechnen. Wenn du jetzt der einzige Mensch wärst, der jetzt auf der Erde noch erlebt, dann müssen, wenn du 25 bist, in deiner Logik, wo du glaubst, dass du herkommst, vor 25 Jahren zwei gelebt haben. Und mir sagen deine Eltern, mir geht's, dass du es leichter rechnen kannst. Es ist natürlich klar, dass jetzt noch viele, viele andere da sind. Aber wir gehen davon aus, du bist der Einzige. Und dann müssen mindestens, ich sag betone, mindestens vor 25 Jahren zwei gelebt haben, wenn du 25 bist. Und die zwei waren, wie sie dich gezeugt haben, auch 25. Dann müssen vor 50 Jahren mindestens vier gelebt haben. Ich kann das noch reduzieren auf zwei, auf die zwei Frauen, weil ein Mann kann, auf drei, Entschuldigung, weil ein Mann kann die zwei Frauen schwängern. Und jetzt pass auf, jetzt wird's interessant, darum mache ich das mit 25. 25, 50, okay, dann haben wir 100 Jahre, müssen 8 da gewesen sein. Wenn wir 40 Generationen zurückgehen, das ist ungefähr das Jahr 1000, ist 2 hoch 40. Einfach gerechnet, im Jahr 1000, und jetzt gehe ich auf Wikipedia, weil ich mir alles aus Wikipedia, und dann werde ich feststellen, die Meinungen gehen ein wenig auseinander. Offiziell haben im Jahr 1000 auf der Erde ungefähr 1 Milliarde Menschen gelebt. Jetzt sind 7,5. Ich frage dich, wer das gezählt hat. Was die Wissenschaft dir sagt, wird von Idioten nicht mehr in Frage gestellt. Wer hat's gezählt? Ja, das sind Hochrechnungen. Du musst drunter rechnen, Alter. Du denkst dir die Vergangenheit aus. Weißt du, was 2 hoch 40 ist? Das sind 1,099 Billionen Menschen. Das heißt, wenn dieses System der Entstehung von Menschen stimmt, dass man dir sagt, müssten mindestens, ich rede wohlgemerkt nicht von der ganzen Pyramide, müssen mindestens 1,1 Billionen Menschen auf der Welt gewesen sein. Und selbst wenn ich jetzt sage, dass ein allereinziger Mann extrem konzentriert seine Milliarden von Samenpfädchen einzeln einpflanzt und schwängert, dann müssen es immer noch über 500 Milliarden gewesen sein. Das legt diese ganzen Darwinismus schon rein arithmetisch flach. Wisst ihr, wie viele Professoren ich das schon gesagt habe? Und die haben sich den Kopf zerbrochen und den Kopf zerbrochen. Die haben sich permanent gefragt, was an dem Beispiel verkehrt ist. Das ist das unmöglich. Weil du, der eigene Glaube, was du mein Wissen nennst, das ist offensichtlich so heilig, dass es absolute Blasphemie ist, dass du den in Frage stellst. Dein eigenes Wissen. Ich weiß doch, ich sehe doch. Was du weißt, macht deinen Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest, was du siehst. Du könntest eine Welt erleben, und ich sage nicht nur könntest, das ist jetzt schon, wenn du weiter vorgehst in unserem Bücherregal. Aber alles, was ich euch jetzt erzähle, die Frage hier, wo ich sage, den Rainer geht's jetzt gut, solche ist immer noch eine Vorstellung. Die nächste Ebene, meinst du, die ist noch genauso wie die jetzige? Wenn ich dann in den Himmel komme, ist mein geliebter Opa wieder da und so weiter und du gehst immer noch kacken und musst was essen. Es ist komplett anders. Jetzt habe ich die 3x3x3 Wachstumsstufen, die ich euch erkläre. Das, was ich euch erzähle, ist ein Wissen wirklich aus einer ganz, ganz anderen Ebene. Da weiß deine ausgedachte Welt nichts davon, weil du es nicht weißt, weil erst wenn du es weißt, kannst du dir welche ausdenken, die das wissen. Du bist immer eins vor dem, was du dir denkst. Und selbst wenn du dir an Gott denkst, ist dieser Gott ein Geschöpf und er wird so sein, wie du in dir denkst, und manche denken sich, den Arsch gibt's nicht.
obwohl er doch dann zumindest als Gedanke, als ein Depp, der nicht existiert, ein Hirngespinst von religiösen Menschen definiert wird mit deiner Logik. Ich habe in den 80er Jahren als junger Bursch, wie ich meinen Laden hatte, Martin weiß das noch, folgende Sätze. Man stellt sich die Frage, gibt es Gott oder gibt es nicht? Und ich habe da immer gesagt, ich lehne es vollkommen ab zu sagen, ich glaube an Gott. Was nicht heißt, dass ich nicht an Gott glaube. Zu sagen, ich glaube an Gott, setzt nämlich einen gewissen Schwamminhalt voraus. Wenn ich zum Beispiel in der DDR und im Kommunismus aufwachse und du fragst jemand, was Gott ist, dann sagt er, nee, den gibt's nicht. Wenn du in einer sehr christlichen Familie aufwächst, ne Traudel, dann sieht es wieder ganz anders aus. Aber wenn du dir jetzt fragst, was ist Gott, dann werden dir die nur das erklären, was ihnen die Eltern oder das Elternhaus oder das Umfeld erklärt hat. Und als Erklärung kommt dann bei denen nichts, beim Kommunisten ein Hirngespinst von religiösen Spinnern. Und bei religiösen Menschen ist es dann Allah oder sie fuchteln mit den Armen oder sonst wie. Ja, was, das kann man nicht denken, das ist übermächtig. Was ja nicht ganz so schlecht ist, man kann es wirklich nicht denken. Ich kann das Wort Gott denken, aber das Wort Gott ist nicht Gott. Das war immer meine einfache 2-Minuten-Erklärung, ist Gott ist dasselbe wie Wetter. Wieso? Ja, Gott ist jetzt ein Geräusch und Wetter ist ein Geräusch oder Gott kann ich hinschreiben, ist ein Wort aus Buchstaben bestehen und Wetter ist auch ein Geräusch aus Buchstaben bestehen. 100%ig sicher. Habe ich nicht gesagt, ich bin der Erste, was ich sage, kann jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen. Du musst bloß mal in den Gedankengang mitgehen. Die Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt, was ich jetzt sage, das Wesentliche, die stellt sich nicht. Das ist das, was ist. Das Leid entsteht durch die Streiterei von einseitig wahrgenommenen Perspektiven. Wir reden von dem, was ist. Und dann schau, was ist. Und wenn ich jetzt in das Augenfeld gehe, dann weiß ich, ist mir ganz klar, dass ich jetzt als Udo geglaubt, was ganz was anders sehe wie du. Ich sehe jetzt hier total erstaunte Gesichter vor mir, nur Gesichter. Du siehst nur eins, das lächelt. Der Rest sind Hinterköpfe. Haar Indern. Stimmt oder stimmt? Und darum musst du die Grundlagen der Sprache eben verstehen. Und die Fragen, die jetzt auftauchen, die kann man alle wegmachen. Wir können jedes Problem. Jetzt gehe ich zurück, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Und ich sage, wenn du das Holo-Feeling nicht hast oder irgendwie anders dich aber mit Psychologie, das ist ein altes Beispiel, dann wirst du feststellen, jeder normale Mensch, der das zum ersten Mal hat, zumindest das Gefühl, das geht nicht, das ist unmöglich. Was ich da schon Antworten gekriegt habe. Alle, die sagen, mach ich, dann sage ich jetzt, schau in dich rein, du weißt jetzt das, aber schau in dich rein, ob das wirklich deine Erkenntnis ist oder ob du das irgendwie in einem psychologischen Buch aufgeschnappt hast. Du blabberst schon wieder nach. Wenn du es weißt, blabberst nach. Aber wenn du das wirklich, auch da hast du ja das erste Mal gehört. Wenn du das allererste Mal diese Frage in dir auftaucht, hast du ein Blackout. Es ist dein Wissen, das dich blind macht. Du hast dir genau zugehört. Und ich vereinfache ihn nochmal, um dir das vor Augen zu führen. Sag zu irgendjemandem, drück einen Stift in die Hand und sag, zeig mir eine Vase mit 3 Blumen. Macht jeder, ja. Sagst du aber, zeig mir ein Quadrat mit 3 Strichen. Das geht nicht. Es ist doch dasselbe. Ich erkläre das so genau, so fein. Und irgendwann werdet ihr merken, ihr werdet richtig, richtig heiß drauf auf neues Wissen. Das ist das Erste, dass der kleine Keim, der Geist in euch zum Keimen anfängt. Geistigkeit zeigt sich nicht durch hergesappertes, unendliche, quantitative Menge von aufgesogenen Schwamminhalt, sondern von Neugier auf alles, was ich noch nie gehört habe. Hey, der erzählt mir was, das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe ja gesagt, ich habe vorgehabt hier ein bisschen, aber will ich nicht langweilen, gestern auch, wenn ich merke, diese Vielheit, wenn ich genau werde, dann springe ich, weil ich will was erklären und ich merke, wenn ich jetzt das SB machen wir weiter. Nur die Schwelle. Jetzt schauen wir mal, das ist jetzt nur das hebräische Wort. Jetzt kann ich natürlich Schwa setzen und dann wirst du plötzlich feststellen, dass das Schwa allein ist eine Nichtigkeit, Elle, und jetzt wirst du begreifen, wenn du das System verstanden hast, es geht mir nicht um das Wissen, was auftaucht, sondern das, was mir wichtig ist, dass du das Prinzip verstehst, wie man es macht. Dann hast du wie eine Diana, wenn die Riesenbücher schreibt, die geistreicher sind wie alles, was die Philosophen deiner Welt jemals zustande gebracht haben. Weil was du dir ausdenkst, ist nur relativ materialistisch, raumzeitlicher Schnickschnack. Die sitzt und ist neugierig, die nimmt das System, der kommt der Wort in den Sinn und sagt, schau ich zuerst einmal nach, DWDS, was jetzt klassische Etymologie ist,
dann kann ich das hebraisieren auf die Möglichkeiten, dann gehe ich in das Wörterbuch, du kommst vom Hundertsten ins Tausende und dann sitzt du und du wirst feststellen, plötzlich schaust du hoch und hast schon ein paar DIN A4 Seiten und du merkst dort die ganzen Wörter, die ja auftauchen, dasselbe Spiel nochmal. Wie in einem Fraktal nochmal auch brauchst und die setzen sich lückenlos zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, Bibelfest, wir nehmen mal nur dieses, ich spreche dir jetzt mal einen Film zu, die 10 Gebote mit Charles Heston. Dürfte jeder von euch die Masse kennen. Der klassische beste 10-Gebote-Film. Den alten. Diese Geschichte ist in der Bibel drin. Das ist nach wie vor noch mit die beste Verfilmung. Was jetzt natürlich Märchengeschichte. Was jetzt hier natürlich interessant ist, dass wenn ich jetzt sage, nehme 10 Elementare, wenn du den Film siehst, sag mir 10 Elementare Wörter, wenn du jetzt nur 10 Wörter den Film beschreiben würdest. Mose, Pharao, mehrteilig, 10 Gebote, Tafeln. Könnt ihr ungefähr nachvollziehen, kannst andere Worte nehmen. Wenn ich dir zeige, dass in diesen 10 Tafeln, dass das ein Wurzelbegriffe sind, wo du mit diesem System, wenn du jetzt das machst, entfaltet sich die kompletten 10 Gebote. Wenn du mit Fourier-Transformationen auskennst, wie ich noch Studiomonitore gebaut habe, wie dann die Computertechnik mit Fourier-Transformationen, das ist komplexe oder Wavelet-Technologien, dass in jedem Glockenschlag die komplette Symphonie drin ist. Dass wenn du nur so einen Knack hörst und dann macht der Rechner der Computer und dann hast du den kompletten Frequenzgang der Box plus wie der Raum Nachhall erzeugt, nur du hörst nur ein kleines Knack, das wird alles hochgerechnet. Es ist extrem kompliziert, kannst du aber an Universitäten studieren, die Dinge wurden ja gebaut, wenn ich wieder normal denke. Es kommt immer jetzt, dass wenn du, meinetwegen, wir haben nur ein Triangelschlag, dieser Triangelschlag, das ist die komplette Symphonie im Hintergrund. Wenn ich jetzt zum Beispiel statt einem Triangelschlag, ich sage Krebs, wenn das Wort in dir auftaucht, hast du irgendwie in deinem Arbeitsspeicher irgendein Buch. Und das ist entweder Medizinbuch oder Astrologiebuch. Ihr kennt das Spiel. Und der Krebs, das Geräusch, wird aus der Datei herausgenommen. Dadurch wird es das gar nicht geben, wenn die ganze Datei nicht im Hintergrund stehen würde. Drum hast du einen Kontext. Wenn du nur das Geräusch hörst und du weißt nicht, welches Buch, welche Datei im Hintergrund ist, sagt dir das überhaupt nichts. Es ist vollkommen neues Wissen, Johannes. Und jetzt ist natürlich immer wieder die Sache, drum sage ich auch zu dir immer wieder, versuche jetzt nicht deinen Kollegen das irgendwie schmackhaft zu machen, du rennst gegen eine Wand, glaub es mir. Es ist unmöglich. Es ist vollkommen unmöglich. Spiel deine Rolle weiter und lerne den Mund zu halten. Es ist ein Akt von Demut. Und wenn ich jetzt wieder zurückspringe hier zu meinem Lutz, wo er sagt, ich bin doch heil oder zum Bodo, diese Geschichten. Wenn einer, sage ich nicht, egal was einer erlebt, das macht das Programm, der lügt nicht. Selbst wenn er sagt, ich wurde von grünen Maßmännchen entführt. Wenn du da nicht mitkommst mit deiner Logik, bist du schon wieder in der Welt der Perspektiven. Jedes Glaubenssystem, jedes Denksystem, jedes Programm, das im Widerspruch zu einem anderen Programm steht, ist nicht vollkommen. Und es ist nur die Streiterei, was richtiger ist. Holofeeling löscht das komplett aus. Ich sage, zuerst, jeder hat recht. Egal, was er behauptet. Weil ich genau was, mit was für ein Denksystem er denkt. Und die Schwierigkeit ist raumzeitliche Denken. Aber hier weiter, jetzt machen wir bloß, was man nachschauen kann. Rot geschrieben, jetzt merkst du, dass ihr wisst, was passiert. SB ist rot, absolutes Bewusstsein. Blau geschrieben, raumzeitliches Wissen. Da muss ich dazu sagen, das sind viele Einträge, wo Sachen rot geschrieben sind in dieser Kommentarzeile, die an und für sich blau sein müssten. Prinzipiell kann man immer rot und blau lesen. Das hat aber ist geschuldet der Aufbau, der chronologische Aufbau, weil ursprünglich das Ding ist zusammengeschustert aus verschiedenen Dateien. Hat Redo extrem dran gearbeitet, jetzt mache ich wieder raumzeitliche Geschichte, niemals in der Vergangenheit. Wie ich also dieses Ding gemacht habe, das war das erste, war das eigentlich nur vom Wörterbuch her, habe ich also, weiß gar nicht, 32.000 Wörter eingegeben als erstes. Also rein jetzt die Übersetzungen für das Programm. Redo wird mittlerweile weit über 60.000 eingegeben haben. Immer mit die Tipps, diese Worttipps, das ist alles Redo. Mit seinen kleinen Botschaften in seiner Welt. Wenn du das heute machen müsstest in einer großen Firma, was die machen, das ist, wenn ich weiß, dass in der EU, ich weiß das aus das Buch heraus,
Das heißt, also, wenn du, das ist eine kleine Geschichte, die Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, weil das des Merkens nicht würdig ist, können wir jetzt nachschauen. Die Grundlage der amerikanischen Verfassung, ich sage jetzt einfach mal der Zahl, die ist nicht groß, glaube ich, sind 180 Buchstaben oder 300 Buchstaben. Das ist ein Grundfestament, wo die amerikanische Verfassung verankert ist. Und dann kannst du weitergehen. Wisst ihr, wie viele Buchstaben das Gesetz, das erlassen wurde zur Einfuhr von Karamellbonbons in Europa? Schätze, 32.000 Seiten. Wenn du das jetzt nicht finden solltest, kann durchaus sein, dass mit deinem Programm du dich woanders hinrechnest. Dass hier Akten, Gerichtsakten, all das ganze Zeug, wenn du Gerichtsprozesse hast, einmal nachforschen, ob du irgendwo im Internet findest, Mollat-Prozess. Und dann liest du ja 50, also beim Ackermann, glaube ich, waren es 55.000 Seiten Gerichtsakten. Jetzt, wenn ich das solche Zahlen wieder soll, wer liest das eigentlich? Wer schreibt das? Wie kann das überhaupt? Wie machen die das? Die Zahlen, du liest so einen Scheißdreck und du stellst nichts mehr in Frage. Der Einzige, der dich verarscht, ist dein eigenes Ego. Und wenn ich nochmal sage, ich bin Liebe, ich sage immer wieder, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerf, dass er so ist, wie er ist. Und wenn ich mir jetzt diese Professoren ausdenke und ich sage, ihr seid Deppen und du fasst es als Beleidigung auf, ist wie wenn ich zu dir sage, du bist ein Affe. Es ist nicht meine Meinung. Deppen kommen von Döppen, mach deine Augen auf. Mach endlich deine Augen auf. Wenn du dich beleidigt wirst, das macht dein Programm. Das ist es. Du musst dein Programm erweitern, du musst es austauschen. Und solange du noch zwanghaft reagierst, nicht ich habe euch abquatscht, wenn jetzt ihr, meine ich jetzt, sollten da ein Geist in verschiedenen Arten von Egos auftreten. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe, nur immer wieder schön, ach, wir sind ja Geist und so, uns geht's ja so gut. Das muss wehtun, das ist der Weidezaun. Helf mir, das tut zu weh, ich sag einfach nur, lass los. Da ist irgendwas in dir drin, das zwingt dich, das brauche ich doch, das will diese Sau. Schau, jetzt lasst uns da weitermachen. Also passt auf, das hast du da mal oben Becken. Da kann ich jetzt eigentlich schon lesen, die Polarecken. Jetzt müsste ich anfangen, den Raumspiegel zu machen. Was ist immer seit Fegenstall? Achtet einmal auf die deutsche Sprache. Ich nehme eine Ecke und ich SDR-Ecke. Ich strecke die Ecke und dann wird es zu einem SD-Ecken. Zu einem Stecken. Und dann nehme ich diesen Stecken und ich denke mir an den Stecken eine Seite. Das kann ich mit ADI schreiben, das wird gleich ausgesprochen. Okay? Dann nehme ich die Seite in der Mitte und mache aus der Seite eine Ecke und dann wird der SD-Ecken zu einem Bogen. Bo heißt in ihm, ist eine geistige Existenz. GN übrigens heißt Garten auf Hebräisch, das ist der Garn Eden. Und du wirst jetzt immer mehr merken, dass diese Sprache ein arithmetisches System ist. Und das erzählst du, das ist ganz nett, und es hindert euch nicht, du drehst dich rum und machst dann einen Schlüssel weiter. Und warum? Weil du nicht anders kannst. Weil dich einer einspannt, das ist dein Ego, das sich am Leben erhalten will. Das ist dein Feind. Du hast nur einen Feind, das ist das genau, was du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten. Das sind wir aus zwei Seiten. Und darum ist meine Medizin dazu, ist unangetastet lassen, einfach zu einem ganz stillen Beobachter werden, das nämlich Tierchen gucken. Du kannst hier so viele Tierchen beobachten und ein Tierchen, die kommen und gehen. Hey, servus, weg, wisch weg. Aber eins ist immer da, eins kannst du immer beobachten. Beobachte den, der du zu sein glaubst. Und ein Tierforscher, das sind diese kindergerechten Beispiele. So wie du dir den mit deiner jetzigen Logik vorstellst, wenn es ein wirklicher Tierforscher ist, der will an den Kreaturen nichts verändern. Der schaut nur, wie sie funktionieren, Brutverhalten, Fressverhalten. Das ist die große Kunst. Und dann kriegt man irgendwann einmal das Selbstbewusstsein. Und dann kann ich mir tausendmal einreden, dass ich ja so mächtig bin, ich habe ja so viel begriffen. Und dann kann ich, wenn ich, schaut mal, wisst ihr, was das ist? Das bin ich, wenn meine Frau mich zornig anschaut.
Das sind meine Nerven. So. Also gut, wir haben jetzt die Becken. Jetzt schau dir da mal zum Beispiel B-Ecken, da ist das Sinus, das müsste jetzt schon wieder blau sein. Das Quere ist ein Begriff aus dem Hebräischen, das heißt, lies es auch so. Das hebräische Wort Quere. Lies es auch so. Das heißt, du kannst es auch so sehen. Das wäre jetzt ungefähr, wenn ich einen Kegel habe und ich kann nur zweidimensional wahrnehmen, dann würde jetzt bei einem Dreieck stehen, Quere, Kreis. Sieh auch, nicht lesen, sondern sieh auch einen Kreis. In Ecken, polare Ecken. Wieso in Ecken? Weil das B als Vorsilbe, wenn ich eine Hebräisch vor einem hebräischen Wort ein B setze, heißt, ist es ein Präfix, das heißt in, inmitten. Dann haben wir die Schwelle, schau, jetzt haben wir schon die Schinnwelle. Das ist eine logisch ausgedachte Gedankenwelle. Ich kann natürlich das Schwann nehmen, dann wird es zu einer Nichtigkeit, weil die Welle als Ding an sich ist eigentlich nichts. Was ist eine Welle? Das ist Wasser. Die Welle ist eigentlich etwas, was du nicht anfassen kannst. Was ist jetzt das? Ja, ein Glas. Gut. In dem Moment, wo ich das anders forme und ich mache das undurchsichtig, dann sage ich, das ist eine Tasse, das ist aber immer noch Glas. Oder Porzellan. Das ist das Symbol mit der Gnede. Das sind so Sünde, wo ich sage, ich habe Gnede, die immer gleich bleibt. Die 200 Gramm Lode Gnede, das bist du. Das symbolisiert den Geist, der nicht gedacht werden kann. Und jede Information von dir ist eine Form, die du Geist annimmst. Das ist diese Energie. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das heißt, es ist überhaupt nicht da. Es ist nichts und alles, was jetzt M mal C, M ist Gestaltwerdung im Hebräischen und C Quadrat steht für Licht in der Physik. Aber jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Normalerweise setzt man in der Physik als Zahl für C 3, das ist der dritte Buchstabe, dann habe ich 3. Genau aufpassen. C Quadrat ist 3 hoch 2 ist 9. Dann habe ich die Gestaltwerdung ist eine Spiegelung. Jetzt sind wir schon wieder in einem Bereich, wo ich euch gesagt habe, sobald jetzt einer Hochphysikprofessor da ist, wenn er die Grundlagen nicht hat, hört er nur noch Bahnhof. Und die Grundlagen, ich habe mehrere Male gesagt, wenn ich jetzt angenommen, wir würden eine normale Schule machen und ich werde euch nicht laufend erklären müssen, wer ihr seid, weil ihr das verstanden habt und wir machen einen normalen Ablauf, dann lerne ich euch in 3 Jahren, das ist nichts, in 3 Jahren lerne ich euch das System, wie die komplette Welt funktioniert, vorausgesetzt, ihr könnt Deutsch sprechen und ihr seid neugierig. Und in der Zeit kannst du nicht einmal richtig Chinesisch lernen, wenn du bloß die Sprache lernst. Weil das ein komplett anderes System ist, wesentlich komplexer. Das ist mein Angebot. Aber jetzt nicht in Bezug, man muss es selber machen. Ihr müsst den Udo aktivieren, der in euch drin ist. Das ist immer wieder, ihr müsst den finden, der, ich sage immer, ich bin wie ein Marionettenspieler. Ich halte alle Fäden in der Hand, seit Ewigkeiten. Aber zur Zeit lasse ich euch selbst dran ziehen. Weil ihr in der Illusion lebt, dass ihr meint, ihr bestimmt, was ihr macht. Aber wenn du selbst, sobald du jetzt einen Schritt höher gehst und dich beobachtest, dann wirst du feststellen, das ist nicht der Fall. Das mache ich mit meinem Speisekartenbeispiel. Darum wiederhole ich jetzt die. Wenn du Speisekarte, du gehst hier, sagst zur Frau hier, Menschenskind, Klaus sagt zu Nadja, wir können essen gehen. Das muss ihm doch einfallen. Wo kommt es her? Ja, das habe ich gedacht. Ja, aber suchst du dir das raus? Wie war das? Setz dich hin, mach die Augen zu, denk an 30 Gegenstände nacheinander und stell dir die immer für 2 Sekunden bildlich vor. Und jetzt stell dich neben dich hin und schau rein. So beginnt du bist ich. Da heißt es ganz einfach, ich halte jetzt einfach mal die Luft an und schau, wie lange ich das aushalte und beobachte das. Ich beobachte mich dabei. Dann setze ich mich hin und mache die Luft zu und jetzt muss ich schauen, was ich denke. Wo mache ich das eigentlich? Was ist das für langweilig? Oh, jetzt wird es aber eng. Wie lange halte ich das nochmal aus? Dann wird sich, weil jetzt was kommt, was du in dem Moment gar nicht bewusst machst, nämlich ein Körper, der wieder atmen will. Den ziehst du zwar nicht, aber den spürst du. Das sind Informationen. Und du kannst jetzt schauen, wie ein Feuerwerk losgeht. Wie eine Maschine, die programmiert ist. Und du schaust dir das nur an. So meint es ein Monkey. Jetzt kommen die Meditationslehrer. Das ist, die sitzen an da und meditieren. Meine alte Geschichte mit dem Buddha. Kennt die jeder? Jeder? Wir kennen es nicht. Fragezeichen, keine Hand? Dann erzähle ich es nochmal. Also passt auf, ihr stellt euch vor, da ist ein junger buddhistischer Mönch, der sitzt hier vor einem alten Kloster auf so einem Stein, das wie so ein kleiner Hügel sitzt und meditiert. Und dann komme ich daher, ich sage mal ein alter Mann, ich sage jetzt einfach mal ich nehme mir die Freiheit und dann schaue ich den so an und so, hey, was machst du da? Der reagiert natürlich nicht, der ist still versunken, aber ist schon, ich merke, da passiert schon was, weil ich was auch. Weil das taucht ja in ihn auf. Ich denke mir, das taucht in seinen Kopf. Er will die Stille erreichen und dann kommt er und sagt, was machst du da? Hey, was machst du da? Und dann merke ich, wie er dann doch neugierig ist, was da außen, wo das da außen herkommt.
Okay? Und dann lässt er sich herab, mir zu sagen, ich sitze hier und meditiere mich in die Stille. Ich will Erleuchtung erreichen. Die Stille ist Erleuchtung. Oh, sag ich, dann gehe ich und dann finde ich hier so eine Tonscheibe. Die ist irgendwie runtergerutscht, dann setze ich mich neben ihn hin und mache hier, ich reibe diese Scheibe an einen Stein. Ich reibe und reibe, fummel, raschel. Das riecht den natürlich total auf. Das ist ein Ablenkungsgerät. Ich habe da die Tonscheibe und reibe. Und dann schaut er und sagt, alter Mann, was machst du da? Dann sage ich, ach ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich schleife aus der Tonscheibe, die schleife ich jetzt so lange, bis ich einen Spiegel habe. Und dann arrogant lächelnd sagt er zu mir, du alter Narr, du kannst so einen Lehmziegel so lang schleifen, wie du willst, es wird nie ein Spiegel werden. Dann sage ich, du kannst so lang sitzen, wie du willst, deswegen wirst du noch lange nicht erleuchtet. Das sind jetzt die Weisheiten der Alten. Die sind ganz nett, das klingt wie ein Witz. Das ist bei den ganzen Witzen. Euer ganze Welt ist ein einziger Witz und ihr habt die Birne noch nicht verstanden. Die gibt's da außen gar nicht, wenn das ihr nicht denkt. Es ist schlichtweg und einfach nur zum Spaß da. Übrigens auch die Krimis und die Horrorfilme. Solange du jetzt das als Fantasy ansiehst, sagst du, boah, heute Abend kommt ein geiler Film, ich freue mich schon. Ein spannender Film, ein Gruselfilm, war der klasse. Solange ist das bloß nicht echt sein. Wie definierst du echt? Ja, echt ist, dass das auch dann da außen ist und ich damit nichts zu tun habe. Dann ist überhaupt nichts echt. Weil eins muss dir klar sein, die Informationen von jemandem erfordern immer den, der das als Information vorliegen hat. Die Gedanken von jemandem erfordern den Denker, der sich das ausdenkt. Und alles, was ein Denker denkt, ist so, wie er es denkt. Und dann ist hier und jetzt. Die Schwierigkeit sind die 4 Stufen der Vergessenheit, die ich jetzt wirklich nicht erzähle. Das bleibt sich immer gleich, weil das 1000-fach erzählt ist einfach noch schon. Die 4 Stufen der Vergessenheit. Dann das absolute Missverständnis, was Wirklichkeit und Wahrheit ist. Ich glaube, wenn ich jetzt mein Udo-Fenster aufspanne, ich habe die letzte Woche mindestens 4-5 Mal von der Diana gehört, warum lesen die nicht im ersten Selbstgespräch? Das hat sie so wegflasht und die hat es hunderte Male gelesen, aber immer wieder diese eine Seite, was ist Wahrheit und was ist Wirklichkeit? Eine einzige Seite. Und wenn du jetzt nicht sagst, unmöglich oder das stimmt nicht, sondern du machst dich zu einem 13-Jährigen und bist neugierig, ist komplett dieses ganze Wissen vom Tisch. Mit 100%iger Sicherheit. Und darum stelle ich die Behauptung aus, dass du zur Zeit, ich klammer wirklich jetzt nochmal Udo und eine Handvoll, vielleicht noch wirklich eine Handvoll von Leuten aus, dass du in deiner Welt keinen einzigen Menschen findest, der weiß, was 100% Sicherheit bedeutet. Weil nämlich 99% von dem, was als bewiesen und sicher gilt, alles Geschwätz vom Zweiten ist, das du prinzipbedingt nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Existiert dein Gehirn, wenn du nicht dran denkst? Wenn du dran denkst, dann existiert es. Wenn du es nicht dran denkst, dann ist es nicht. Ist natürlich immer noch da jetzt in deinem Konstruktprogramm der Vorstellungen, aber davon wissen die ja nichts. Dass du glaubst, dass du nur deshalb da bist, weil dein Gehirn da ist. Es ist reiner dogmatisch, es ist Religion. In den ersten Seiten schreibe ich, wenn du wirklich genau aufmerksam bist, schau mal die Welt an, die du dir mit deinem Programm, mit deinem Schwamminhalt ausdenkst. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob du ein Jude, ein Christ, ein Atheist bist, dann wirst du zuerst einmal feststellen, du hast eine Welt, das ist eine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht, das haben mittlerweile nicht alle, mittlerweile gibt es wieder welche, die haben einen Rückschritt zur Scheibe gemacht. Ich sage, es ist so wurscht. Wenn du glaubst, die Welt ist eine Kugel, die du dir ausdenkst, macht dein Programm eine Kugel in deinem Kopf. Wenn du glaubst, es ist eine Scheibe, macht es eine Scheibe und immer logisch erklärt. Und wenn du glaubst, es ist ein Käsewürfel, dann wäre die Welt ein Käsewürfel. Das sind übrigens philosophische Probleme, die bekannt sind, habe ich schon hergesucht. In den Universitäten ist das alles angesprochen. Die Schwierigkeit ist, dass das alles stimmt, was da behauptet wird. Was nicht stimmt, ist die Erklärungsmodelle der Professoren, was es bedeutet. Da, wenn in einem wissenschaftlichen Buch drin steht, als Formel der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, stellt sich nämlich jeder einen Krug vor. Und wenn es um Adam und Eva geht, stellt sich irgendwelcher Neandertalerbärchen irgendwo ganz am Anfang, kurz nach dem Urknall vor. Aber Adam und Eva hat in der biblischen Grammatik in der Form, die auch die Juden, den Abraham, die machen Trockennasen auf und drauf. Der Adam heißt Mensch. Aber das ist der Mensch nach Gottes Ebenbild. Ich habe es so oft erzählt. Ein gläubiger Jude würde niemals einen Trockennasen auf dem Adam nennen. Das sind Enosch. Enosch heißt sterblicher Mensch, unheilbar krank.
In jedem hebräischen Wörterbuch. Was natürlich noch viel interessanter wird, ist schon der Bezeichnung für Hebräer, der Ivri. So sprechen die das aus. Schauen wir uns das einmal an. Ja, also können wir hier ganz kurz nochmal, SB ist raumzeitliches Wissen. Jetzt merkst du, wie das funktioniert. Das baut nur auf der unteren Tabelle auf. Wenn du das weißt, wenn du die kleine Tabelle magst, kannst du das dir eigentlich schon komplett sparen, weil du hast das schon im Kopf. Du kannst aus jedem Wort sofort selber nachschauen. Trick. Gut. Das ist Schwelle, Schinwelle, eine logische Welle, weil das blaue Schin Logik steht symbolisch. Bei jeder Wahrnehmung spaltet, und jetzt haben wir schon, die Wellen alternieren, es ist Zeit. Wobei Ed 70-400 heißt eine augenblickliche Erscheinung. Scheiß, alles so weit wie möglich hat sich der Redo viel Mühe gegeben. Mittlerweile schreibt er selber, am Anfang hat er sich eine Datei gemacht von den ganzen Onboardungen, und wenn irgendeine hebräische Radix von mir erwähnt wurde, hat er da nachgeschaut, ob ich da irgendwas dazu erkläre, und hat es reinkopiert. So war das ungefähr am Anfang. Mittlerweile ist er aber so weit, dass er sich die Freiheit rausnimmt, da selber was reinzuschreiben, was in den Sinn kommt. Okay, dann haben wir eine, spaltet sich, dann kommt Pol, Polus, das Pol, hebraisiert. Hebraisiert heißt, wir machen Buchstaben draus, bedeutet Wirken, Handlung. Wir haben jetzt dafür tun und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist, und jetzt merkst du, das Wissen, wenn du die Tabelle kannst, ist das eigentlich schon alles klar. Das ist der Trick. Wenn dich das aber jetzt nicht interessiert, und das ist dann der Fall, wenn du, vielleicht interessiert es dich jetzt sogar, aber du hast Schwierigkeiten dazu. Du hast nur dann Schwierigkeiten dazu, das interessiert dich, weil du meinst, du brauchst es, dass dir wieder den Trockennasen auf den Besser geht. Das ist Kaufmannsdenken. Der Altruismus, den ich sage, das, was ich jetzt mache, ist absolut reiner Altruismus. Aber ich sage, Altruismus ist Ego. Nichts ist noch größer aufgeblasen wie Altruismus. Mein Franz von Assisi Beispiel, der als wieder die Lehre erklärte, das war ein total demütiger Mensch. Aber was die Schwierigkeit ist, das ist bis in den heutigen Tag, es macht keiner was für einen anderen. Du brauchst deine innere Triebfeder. Und die innere Triebfeder ist nicht, weil du gut bist, sondern du wirst mit einem Reizauslöser konfrontiert und dir geht scheiße. Das heißt Mitleid. Empathie heißt, es ist mein Leid. Ich leide. Wie war das nochmal? Hör auf, mit irgendjemandem mitzuleiden. Weil wenn du mit einem Gedanken von dir mitleidest, hast du vergessen, dass der Gedanke von dir keine Schmerzen hat. Und wenn ich natürlich den jetzt, wo ich immer sage, ich hier mache jetzt Udo, war ja voriges Jahr vor 2 Jahren fast ein ganzes Jahr Downkling als Trockennasenaffe. 2 solche Knie. Ich konnte wirklich nicht einmal mehr auf dem Klo gehen über Monate. Die haben mir eine Pinkelflasche gekauft und dann hat es mich in meinen Stuhl reingesessen und dann habe ich so die Zeit überbracht. Und dann, wenn sie kommen, kommen sie von der Arbeit und dann schaut sie rein und sagt, wie geht's, mein Hasen? Dann so, ja, du, mir ist die letzten 10 Stunden zugegangen, bis auf 2, 3 Minuten, 5 Minuten, wo ich pingeln musste. Wenn ich wieder schreibe, denke ich eh nicht an meinen Körper. Ich habe da was Besseres zu tun, wie an den Müllhaufen zu denken. Und dann sitze ich dort, wo ich dann, jetzt bin ich natürlich, weil mir vom Körper reden, was passiert, wenn du vor was redest, dann ist es da. Aber ich sehe doch, dass dir schlecht geht. Nur ich wusste gar nicht, dass man Schmerzen sehen kann. Es sind Interpretationen von Bildern. Wir haben viel Spaß miteinander. Es sind Interpretationen, es ist nur ein konsequentes Anwenden von dieser Erkenntnis, was du selbst bist. Es ist aber natürlich eine sehr einseitige Aussage, es ist auch selbstverständlich, wenn es mir schlecht geht und ich will, dass mir einer hilft. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst. Das ist immer wieder so eine Sache, diese klassische, der kategorische Imperfekt, kommen wir jetzt hier, und so weiter, Imperativ, was es alles gibt, war ganz irre jetzt. Es ist so, das, was du willst, dass man dir tut, das mach auch für die anderen. Und das, was du willst, dass man dir nicht tut, das mach aber die anderen nicht. Okay? Willst du beschissen werden? Okay, jetzt schau, was für einen Job du hast und was, wenn du wirklich in dich reinschaust, was du magst. Du sagst, wir leben mittlerweile in Sodom und Gomorra. Es versucht kein Allereinziger, Krankheiten abzustellen, abgesehen davon, wenn es ihm gelingen würde, wird das ganze System kaputt gehen. Dieser sogenannte Kapitalismus, weil es ist ein systemrelevanter Parameter, Krankheiten, in Bezug auf Geld verdienen. Wenn wir jetzt immer sagen, ich mache Vorschläge, die aber niemals funktionieren, weil diese Welt ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, eine einfache Metapher. All das, was hier fehlerhaft ist, ist bewusst erschaffen, dass du erkennst, was es ist. Und einen Führerscheinprüfungsbogen verbesserst du den nicht, wenn du die Fehler nicht mehr reindruckst. Du zerstörst den Sinn. Und wenn ich jetzt aber ein Modell machen würde, ansatzweise, müsste ich jetzt zum Beispiel beim Krankenhaus, und ich habe jetzt, das könnte ich eine Riesengeschichte erzählen bei meiner Bundeswehrzeit,
Ich habe für Millionen Ersatzteile weggeschmissen, was man gar nicht dürfte, weil, aber das wäre hochinteressant, dass du merkst, die Schizophrenie dieses Systems. Ich mache einfach einmal mit Ding und sitze in einer Kleinstadt wie Weißenburg und jetzt wird das Krankenhaus, die Ärzte waren städtische Angestellte. Okay? Der Sinn des Krankenhauses in Weißenburg ist schlichtweg und einfach, die Krankheiten möglichst niedrig zu halten. Und jetzt muss der Krankenhausdirektor immer am Monatsende sagen, wie sind die Betten belegt. Und das Ideal wäre eigentlich, dass man das immer mehr reduziert, dass er meldet, man kann alle einzig im Krankenhaus, dann ist Weißenburg gesund. Das wäre das, was man eigentlich so im Hinterkopf hat. Jetzt, wie gesagt, mir spiegelt es um 180 Grad. Jetzt ist es ganz anders. Das Weißenburger Krankenhaus hat einen neuen Chefarzt bekommen. Der alte war noch relativ human. Der hat zumindest das Soll erfüllt, dass er mal geschaut hat, dass die Betten ausgelastet sind. Es gilt übrigens jetzt, ich sage Weißenburg, es gilt für alles. Wenn irgendeiner was behauptet, lügt er und der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. Der neue Chefarzt ist Chirurg und hat nebenher noch, was den Winder, den Krankenhausdirektor, extrem doll gefallen hat, nebenher noch BWL studiert. Ist kein Witz. Es ist kein Witz, Leute. Der hat BWL studiert und ist Mediziner. Und der Krankenhausdirektor, der oberste Direktor, der freut sich richtig, jetzt hast du mal Verbesserungsnormen gebracht, es wurden Krankenschwestern entlassen, um Geld zu sparen und dafür wurde der Marketingmanagerin eingestellt. Mittlerweile sieht es so aus, wenn du in Weißenburg ins Krankenhaus bist, die Operationen sind auf 3 Monate im Voraus ausgebucht. Hat das jetzt irgendwas mit da außen zu tun? Die schöne Welt, wo ich ausdenke, die habt ihr natürlich, wenn das auf deinem Programm ist, aber die ist trotzdem unvollkommen. Jetzt springe ich mit am Anfang dieses Gespräches, die Frau, die ich im Fernsehen sehe, diese Oberbayerin, die sich freut, weil sie sich so für Ausländer kümmert. Was toll ist, das, was du willst, dass man dir tut, macht für einen anderen. Und wie die Kinderchen in den Garten spielen und die machen ihre Gerichte und ihr machen ihr, aber es ist nur eine Seite. Die Welt, die andere Welt, die verdrängt die. Dass diese Gutmenschen gar nicht merken, dass auf dem Hintergrund dann Feindbilder haben ohne Ende, die sich verlachen. Das sind halt die Feindbilder, das sind nicht irgendwelche böse Ausländer, sondern das sind die, die die Ausländer nicht mögen. Da kannst du noch so gut sein. Ich wiederhole nochmal, selbst ich in der Reifestufe des Jesus, ich meine ich jetzt einen Geist, den Geist, der dich Geist ausdenkt, der sich jetzt den Uda ausfällt. Das ist der Sprung vom JCH, das lassen wir jetzt weg. Und das ist jetzt deine Frage nochmal, wo ich gerade gesagt habe, das will ich am Anfang machen. Merkst du es? Ich habe schon wieder ausgeholt. Ich. Dieses Ich ist nicht der Jesus, aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Der UB ist ja noch mehr wie der Jesus. Seht ihr das? Als Jesus habe ich das noch nicht gewusst. Dass in dieser Geschichte, ich sage, jeder Beobachter, der mit irgendwas nicht einverstanden ist und was nicht haben will, entheiligt sich selbst. Weil egal, was auftaucht, das ist eine Facette vom Heiligen Ganzen. Wenn du das qualitätsfrei siehst, sollte dir das klar sein. Dass egal, welche Form ich der Gnade gebe, es ist eine Möglichkeit an Form, die ich der Gnade geben kann. Und wenn jetzt eine Form auftaucht und ich will das nicht haben, gut, dann mache ich eine andere Form. Aber es ist ja dann immer noch eine Seinsmöglichkeit. Aber die wollen es ja komplett ausrotten. Als ich noch Kranke geheilt habe, war ich ein blindes Arschloch. Weil ich versucht habe, Trockennasen auf meinem Leben zu halten. Und wie der Lazarus gestorben ist und ich habe den aufgeweckt, der hat heute nur einen Hass auf mich. Dass ich mir. Da war ich mit der Verwandlung nicht einverstanden des Menschen. Und ganz schlimm war es, wie ich die Geldwechsler rausgeschmissen habe. Was meint ihr, wenn ich das noch nicht verstanden hätte, wie es mir zur Zeit gehen würde? Wenn ihr so einen Hals, da könnte ich ja bloß kämpfen. Mittlerweile habe ich gelernt, über alles zu lachen. Ich sage, schaust du, die Deppen. Es sind Gedanken, die lösen sich von selbst auf. Dieser große Planet Erde, und jetzt ist schon, was bedeutet Planet? Was bedeutet Universum? Was bedeutet Kosmos? Für die Menschen in den Köpfen ist das halt was unheimlich Großes. Universum ist das in eins gekehrte. Evolution heißt nicht Volumen, Volvere, das steckt zusammen, ein Herausrollen, Evolution, Revolution. Aber der Witz ist, es kommt gleichzeitig. Jetzt brauchst du Computertechnik, und zwar Chiptechnik, Quantenbits, der neueste Stand, der neueste Wissen der Wissenschaft. Das ist all das, was bis ins Detail, was die machen, ist genau das, was ich euch jetzt erkläre, bloß die haben keine Ahnung davon, was es bedeutet, weil sehen kannst du da eh nichts mehr. Das ganze Zeug, das bewiesen ist, sobald du auf die Quantenebene gehst, ist es nämlich, die haben das erste, hier, wenn ich jetzt dieses
Wissen in deinem Kopf, was für der Fehler ist. Zurückrechne, beginnt der große Fehler, wenn sie anfangen, das Unteilbare, griechisch Atom, unspaltbar, eigentlich heißt unzerschneidbar, wenn man es wörtlich nimmt, die haben das Nicht-Zerspaltbare gespalten. Das ist der Anfang des Chaos. Das kann ich jetzt positiv und negativ sehen. Aber der Quantenbild ist eine mehrdimensionale Struktur, die ich verstehen muss. Und ich sage immer wieder, das Bild ist entweder ja oder nein. Es ist ein oder aus, es ist hell oder dunkel. Ich habe gesagt, sobald du eine Stufe höher gehst, denk an meine Erdkugel, wirst du feststellen, es ist immer gleichzeitig da. Es ist nur, solange du glaubst, du bist der Trockennasenaffe auf der Erdkugel, du lebst in deinem eigenen Konstrukt dessen, was du meinst, was da um dich herum ist. Dann hast du das Prinzip, ja, jetzt ist hell und heute Abend wird es wieder finster und in die Richtung, da war das und da war das. Aber was dir nicht bewusst ist, du denkst es immer jetzt. Du kannst es immer nur hier und jetzt wahrnehmen. Schrödingers Katze. Ist eine Kiste und da ist eine Katze drin, ein Quantenparadox-Experiment und ein Mechanismus, der innerhalb einer Stunde entweder was auslöst, dass die kaputt geht oder gut geht. Und solange du in die Kiste nicht reinschaust, musst du rein rechnerisch davon ausgehen, dass sie lebendig oder tot ist. Und die Quantenmechaniker sagen, die ist beides gleichzeitig. Das ist ein Zustand, es ist ein Wischiwaschi. 0,5% lebendig, 0,5% tot ist, 1% Katze. HWH. Okay, das ist HWH. Die ist nichts. Das ist in der Formel schon drin. Wir haben die zwei Zustände, die eigentlich nichts sind, weil wir wissen es ja nicht, aber die sind nichts, wenn du es nicht denkst. Jetzt denkst du dir die Katze mit dem Widerspruch. Ich denke mal einen Berg und einen Nichtberg. Interessant ist Quantenmechanik. Ich denke mal einen Berg und einen Nichtberg, der ja eigentlich die Ebene ist. Hört doch mal zu, wenn ich euch sage, begreift, Geist ist Gott, ist G, kann es nicht geben. G ist gleich eben. G ist 3. Gimmel. Merkt ihr jetzt beim Formeln? Es geht nur, nicht, dass ihr euch das merkt, was ich sage, sondern dass ihr das Prinzip versteht, was ich euch erkläre. Das ist die Vordersprache. Es ist Physik, göttliche Physik. Es ist aus einer anderen Welt, weil ich aus einer anderen Welt bin. Ich bin mit einem UPO, mit einem UFO. Jetzt steckt da das UMI drin auf die Erde gekommen. Dies ist wichtig. Jetzt machen wir mal die Zeichen des WAF. Ihr wisst, das WAF, der Buchstabe WAF oder V, den kann man als W, als V, als O und als O machen. Der Sprung vom U zum O ist ein Quantenbit. Ich sage immer noch, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Er grinst gerade, mein Martin, er kennt den Udo in seiner Spur, wenn er zurückblättert. Die große Erkenntnis ist, dass ich da sitze, ich war voll wissenschaftshörig. Mit Religion habe ich überhaupt nichts am Hut gehabt. Und wie ich Kabel entwickelt habe, und dann hast du natürlich das Wissen, das du nachplapperst, und dann habe ich ein Stück Kupferdraht in der Hand. Hat. Und dann denke ich mir, gut, wenn ich jetzt da einen Strom fließe, wenn ich eine Spannung anlege, da krabbeln da winzig kleine Teilchen durch. Und das nenne ich Strom. Was ist das eigentlich für Scheiße? Was soll da durchkrabbeln? Ich habe einfach gedacht, was ist das eigentlich? Für mich kommt mir der Gedanke, was ist, wie kann man so einen Scheiß eigentlich glauben? Das ist alles bewiesen. Es sind logische Konstrukte, die alle einen ganz, ganz tiefen Sinn haben, einen symbolischen Sinn. So wie der Krug, der zum Brunnen geht, aber mit dem Krug hat es nichts zu tun. Versteht ihr das Prinzip, was ich euch mitteile? Das ist die nächste Ebene, wo ihr hin müsst. Das erklärt euch die Vordersprache. Und das Geschenk ist an den, der uns jetzt ausdenkt. Der sitzt jetzt irgendwo auf dem Computer, wenn er nicht schon längst weggezappt hat. Das ist ja das Schöne, dass ich immer sage, die Videos, ihr verwechselt Quantität mit Qualität. Es ist in der Regel umgekehrt, wenn er zu in kürzester Zeit etwas 12 Millionen Klicks hat, ist es sowieso totaler Scheiß, das ist ja meistens nicht würdig. Das, wenn du jetzt die Ohrenbohrungen anschaust, das habe ich auch schon gesagt, da ist jetzt mittlerweile in kürzester Zeit sind ungefähr 200-300 Klicks und dann zerbröselt sich das mit der Zeit, die schon ein wenig Holofeeling haben und immer wieder mal nachschauen, 700, 800 Klicks, das war's. Es sind Videos drin, wie das Bayreuth-Video, wo ich es selber erzählt habe im Prinzip, vor 2001, das sind glaube ich mittlerweile, ich habe schon lange noch mal geschaut, ich schätze, wenn über 10 oder 11.000 werden es sein, das sind nach wie vor bloß 700 Klicks. Das, was ich jetzt im Laufe seit 2001 verirrt hat, garantiere ich dir, die waren in mehr wie 2-3 Minuten drauf und dann wird es wieder weggelegt, dann ist es ein Klick. Ja, mir ist das Bewusstsein. Aber es sind doch bloß Gedanken von mir, das interessiert mich doch gar nicht.
Also da ist, ihr merkt, dass eure Logik euch Sachen vorgaukelt, die in Wirklichkeit überhaupt nicht da sind. Es geht mir überhaupt nicht um Wissen. Es geht mir jetzt erst einmal um den, ich erkläre dir, was du bist. Das ist der, der mich jetzt ausdenkt. Und der Altruismus, der besteht schlichtweg und darin, wenn einer altruistisch ist, du gehst und ob du was gibst oder nicht gibst, hängt davon ab, wie groß deine Mitleidsschwelle ist. Und wenn du dann was gibst, du gibst nie was, weil du denen helfen willst, sondern du willst dein eigenes Leid loskriegen. Das ist jetzt übrigens wieder Watsche, wenn sich jetzt das Ego in dir wehrt und sagt, das stimmt nicht, die sich in den Arsch aufreißen, das ist nur Mitleid. Mitleid ist Mitleid. Das heißt Empathie, mein Leid. Sympathie, Mitleiden, Empathie ist mein Leid. Weil du ja mit deinen Gedanken von dir gar nicht leiden müsstest, wenn du wüsstest, dass der Gedanke gar nicht leidet. Das ist ein Test. Das ist ein gottverdammter Test, was ich mit euch mache. Ob du irgendwann einmal eigene Meinung kriegst. Und deine eigene Meinung ist nicht dein Wissen, das ist eine Anderung, das ist dein Schwamminhalt. Was deine Meinung ist, ist das, was ich dir jetzt erzähle, weil ich nämlich du bin. Zumindest das, was du mal wann wirst, wenn du den ganzen Scheiß jetzt abgestreift hast von dem Geschwätz vor die anderen. Und da ist nicht mehr, dass du was glauben müsstest. Du schaust einfach, was ist, weil von was anderen rede ich ja nicht. Jetzt kommen wir kurz zu der O-Wandlung im Waff. Ein U, sage ich immer, ihr stellt euch vor, das W, das sogenannte Doppel-U, rot geschrieben ist es eigentlich ein O, ist schlichtweg, das steht so da. Das V, wenn ich jetzt nehme, einfach von der Seite, dann kippt es auf die oder die Seite. So ein Elektroniker sagt, das ist eine Bistabilität. Es gibt zwei stabile Zustände beim V, bistabiler Multifibrator. Wenn er hier liegt, liegt er hier oder wenn er hier liegt, liegt er hier. Das ist wie beim Galtonbrett, ein Nagel, wo ein Nagel, eine Ebene mit zwei Kammern, entweder fällt auf die Seite oder die Seite aus und vorbei. Dann gibt es einen sogenannten A-Stabilität. Die A-Stabilität, das ist jetzt die nicht stabile Lage. Das wäre das U. Da denkt euch einfach eine Schaukel vor. Das ist einmal da und einmal da. Wenn man die zwei Seiten plus und minus nennen, sieht es ja so aus. Das pendelt die Seite, die Seite. Da haben wir schon die U-Bewegung. Okay? Wellenberg, Wellendoll. Kann ja gar nicht sein. Das O wäre jetzt das hier. Aber das, was hat jetzt das mit O zu tun? Pass auf, ihr denkt immer noch flächig. Pass doch mal auf, was jetzt passiert. Das hier, das ist das U, das ist das Schwingen. Das O ist das hier. Ich kann jetzt natürlich nicht... Wenn wir jetzt einen Schatten machen, wenn ich den nur als Schatten sehe... Dann siehst du das. Dann siehst du das. Jetzt sind wir beim Quantenbit. Jetzt, wenn du wieder normal denkst, beim Quantenbit sagt er zum Beispiel, gut, wenn wir ein Bit haben, das ist entweder ein Schalter, der offen ist oder geschlossen ist. Ein Quantenbit ist beides gleichzeitig. Da sagt jetzt deine Logik, du steigst komplett aus, der Schalter ist entweder offen oder zu, was anderes gibt's nicht. Ich sage, pass auf, jetzt machen wir dasselbe, du siehst es zwei, wir machen eine Dimension dazu. Ich mache jetzt einen Schalter. Was passiert jetzt, wenn ich den von oben anschaue? Das heißt, der ist beides gleichzeitig. Es hängt davon ab, von welcher Seite ich hier anschaue. Das nenne ich alternative Fakten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich der Udo bin, sehe ich einen Johannes. Wenn ich ein Johannes bin, sehe ich einen Udo. Wenn ich aber ich bin, dann sage ich zu dir, wahrlich, ich bin jetzt in dir so, wie du in mir bist und wir spiegeln das uns bloß auseinander. Du kannst immer nur aus der Mitte schauen. Schrödingers Katze ist jetzt die Eigenart, dass ich erst weiß, ob das oder das da ist, wenn ich hinschaue. Soweit sind die Physiker schon. Ich mache es komplexer. Ich mache jetzt einmal Schrödingers Küche. Ich denke mir jetzt eine Kiste und die nenne ich Küche. Okay? Ich denke mir eine Kiste, die nenne ich Küche. Und wenn ich jetzt in die Küche reinschaue, das war das Einfache, habe ich mal wieder gesagt, bricht die Wellengleichung zusammen, die übrigens ganz, ganz interessant ist. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben jetzt kurz Wikipedia. Ich wollte immer, wenn das noch weitergekommen, nicht einmal zu Fragen 1, Fragen 2, Fragen 3. Schaut mal, Wellengleichung. Da haben wir jetzt eine Wellengleichung, da sagt, steigt natürlich jeder aus, darum geht es gar nicht. Das Ergebnis ist interessant. Das habe ich übrigens in Gesprächen schon gesagt hier.
Was diese Zeichen bedeuten, diese gespiegelte Sechs oder auf dem Kopf stehen, je nachdem, wie man das macht. Wir können ja von vier Seiten spiegeln. Wenn du jetzt hier so eine Sechs denkst, die können wir drehen. Wir können ja natürlich auch die Vertikalachse auch noch drehen. Dass ich immer wieder sage, du kannst ja aus einer Sechs, kannst du ja neun machen, wenn ich die hochklappe. Ich kann das 6 und 9 machen, ich kann die trennen, die Perspektiven, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Und nichts anderes passiert hier, dass du hier jetzt, ohne dass ich jetzt was weiß, habe ich 1 durch c Quadrat. Das ist dann hier, das nennen wir übrigens Del, das Zeichen, Del wird es ausgesprochen, DL, da kann ich lesen, die Öffnung Gottes, DL, ich kann natürlich die 70 lesen, die Öffnung eines Trümmerhaufens im Quadrat. Das wird was Aufgespanntes, das schwingt und da brauche ich unten 2 Spiegelungen im Quadrat. Da kriegst du einen Tetraederspiegel, das versteht jetzt keiner, das weiß ich. Müsst ihr nicht verstehen, ich verstehe es, das reicht und vielleicht wirst du irgendwann noch reichen und hast es auch verstanden. Wenn einer das, was die dir jetzt erklärt, was dir ein Physiker erklärt oder Arithmetiker, Entschuldigung, der kann dir nur das erklären, was man ihnen in der Schule erklärt hat. Das Ding, das erklärt wird, ist das Gleiche. Selbe ist mit Adam und Eva oder mit der Schlange im Paradies. Die Worte in der Bibel, in der Tora bleiben die gleichen. Es erklärt bloß der, der das erklärt, was es bedeutet, erklärt dir das, was man ihnen gesagt hat. Und das ist widersprüchlich. Darum haben wir einen Koran und Moslems, die sich gegenseitig bekriegen. Wir haben ein neues Testament und über 607 und es wird gar nicht rein christliche Strömungen. Und jeder meint, der ist der richtige Christ. Bei den Juden übrigens nicht anders. Es ist ein ewiger Kampf, eine Diskussion um Perspektiven, der gar nicht sein müsste, wenn ich die Meinung der anderen Lehrer auch akzeptiere. Nein, mein Glaube ist der richtige, deiner ist verkehrt. AOB, meine Beschwörungskunst, weil das ja bis in die Materialisierung der Welt geht, du bist in einer Traumwelt. Selbst die Materie ist nichts anderes wie hochkonzentrierte Energie. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt und verändert sich dabei nicht. Ein träumender Geist wird ständig in den Informationen, die 200 Gramm rote Gnede werden umgewandelt, ändert sich aber selber nicht. Du bist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang des Buches, wenn dich nicht mit der Figur verwechselst. Und wenn du anders Buch liest, bist du immer noch dasselbe. Ich habe also festgestellt, es ist sowas verwascht, ob ich jetzt das Buch vom Jesus lesen tue, dann habe ich mir eingebildet, ich bin der Jesus oder der Buddha. Das geht natürlich jetzt chronologisch. Jetzt brauche ich die Chronologie nicht als Zeitvorstellung, sondern es ist wie mit den Seiten. Auf der Seite 7 bin ich ein 7-Jähriger, auf der Seite 18-Jähriger und das Bücherregal ist halt so, dass der Buddha 400 Jahre oder der Lao Tzu 400 Jahre vor Jesus steht, hat man mir erzählt. Und ob ich jetzt das Jesusbuch lese und ich glaube, ich bin der Jesus oder ich bin der Udo oder das Johannesbuch lese und ich glaube, ich bin der Johannes, der übrigens der Halbbruder ist vom Jesus. Habe ich auch schon erklärt. Habe ich am Vater gesagt, sagt er, wo steht das? In der Bibel, Neues Testament. Was? Ja, du hast doch Theologie studiert. Dann schauen die mit großen Augen, das sind alles Pfosten, weil es Gedanken von mir sind. Da ist ein kleiner Trick dabei. Ich sag's nochmal, viele wissen es von Ihnen. Jesus hat doch eine Mama. Okay? Die Maria. Ich bleibe in der Kindergartensprache. Aber hey, wir wissen ja, dass der Josef nicht der Vater ist. Die wurde nämlich vom Erzengel Gabriel geschwängert. Gabriel ist Geber. Der schreibt sich nur GBR. Da kommt das Gabriel her. Und das hebräische Wort GBR, das heißt zum einen im Hahn, aber da geht's um die männliche Potenz. Das heißt, ich selber als OB mache überhaupt nichts. Da bin ich rausgewachsen mit dem Zeug, da schaffe ich mir einen Gabriel und da lasse ich dann schwängern. Vom Johannes der Täufer, das ist übrigens der, wo er das erste Mal Jesus sieht, wo er sagt, ich muss klein werden, damit er wachsen kann, die dritte Person. Jetzt müsst ihr ein Videospiel anschauen und früher hat's das Ganze begonnen mit der Third-Person-Perspektive. Wenn du ein Auto gesteuert hast, hast du das Auto auf dem Bildschirm gesehen und du warst praktisch drüber und wenn du gelenkt hast, hast du das Auto praktisch, du selber, die dritte Person-Perspektive, er, der das steuert, der sitzt nicht in dem Auto-Botexus, in dem Automatismus drin. Das sind die Bilder in seinem Kopf, dann steuerst du das. Um das realistischer zu machen, hat man dann die Ego-Perspektive gemacht und plötzlich sitzt du im Auto und lenkst das Lenkrad. Und dann gehst du schon wieder Stufe mehr in die Vergessenheit. Du bist dann über den Jordan gegangen, hinabgestiegen in die Traumwelt, wo angeblich das gelobte Land ist. Und jetzt drehen wir schon wieder. Der Sündenfall, die Sache hier mit dem Apfel, der in der Bibel ja gar nicht in der Original-Tora nicht drinsteht, das kommt aus der lateinischen Übersetzung. Im Lateinischen ist mit der Baum von Gut und Böse, muss man wissen, dass das Malus, was ja böse heißt auf Latein, auch Apfel heißt. Und erst durch diese Übersetzung wurde dann aus dem ein Apfel.
der jetzt Apfel in der jüdischen Tanach gar nicht erklärt wird. Das wissen übrigens viele, das ist offizielles Wissen. Aber was jetzt hier die Sache ist, dass dann die Schlange natürlich die Böse ist, und das habe ich ja schon zigfach erklärt, wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse die Perspektive und die Perspektive gleichzeitig siehst, dass du plötzlich merkst, dass du hell und dunkel gleichzeitig siehst, dann geht dir das Licht auf, dann wirst du nämlich selber zum Licht. Jetzt drehen wir mal die Perspektive, ich mache mich jetzt einmal zum Sohn, zur Sonne. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt die Erde anschaue? Ändert sich dann hell und dunkel auf der Erde? Auch nicht. Dann habe ich die Erde, die ist total hell, die ist nicht bloß halb hell. Eine Seite hell, eine. Jetzt sehe ich beide Seiten. Finsternis heißt übrigens auch Unwissenheit im Hebräischen. Jetzt sehe ich eine Seite, jetzt darf ich aber nicht den Fehler machen, dass ich meine, die Hinterseite ist finster, die eine Seite ist das Zentrum, die hell ist, und das Drumherum ist finster, weil ja dahinter gibt es nicht, wenn ich eine VR-Brille auf habe. Geh den Gedankengang mit, das ist kein Voodoo-Werk, ein 13-Jähriger kann diesen Gedanken folgen. Wenn nicht permanent irgendeiner in den Hintergrund, da komme ich in die Mitte, das verstehe ich nicht. Das Wissen macht dich blind, nicht macht dich blinder wie dieses falsche Wissen. Und wenn du meinst, das war schon, ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Wir machen peu à peu, Schrittchen für Schrittchen, gehen wir eins weiter. Ha? Ach, den Gabriel muss ich noch schnell machen, für die, die neugierig sind. Also gut, der Johannes der Täufer, der steht im Neuen Testament in der deutschen Übersetzung. Ich muss nicht einmal ins Original gehen, wo es natürlich noch viel, viel tiefer wird. Wenn wir das jetzt dann mit Vatersprache auch in Griechisch anschauen. So wie, zieh dir, du Heuchler, zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Jetzt muss ich kann übrigens hier schon, wenn ich jetzt ins Griechische gehe, da steht Dokos, Do heißt Wissen. Kos, auf was du sitzt, dem Wissen, auf dem du sitzt. Jetzt habe ich das griechische Wort Dokos, 470, habe ich jetzt hebraisiert. Das Wort Dokos heißt Balken. Genau genommen übrigens steht in jedem guten Griechisch-Wörterbuch Langenscheid die Eckenbalken. Jetzt pass auf. Dokos zieht dir zuerst einmal hier den Balken aus den eigenen Augen. Und jetzt kommt es interessant, du musst immer den Sprung machen von dem normalen Hauptwort. Kannst du ein Verb machen? Es gibt immer Verben, die ähnlich gleich klingen. Das gibt das Wort Dokeo mit Omega hingeschrieben. Und das heißt Glauben, meinen, für wahr halten. Sollen wir es nachschauen? Ich spare es. Das heißt, zieh dir zuerst einmal das, was du glaubst, aus deinem Kopf raus, bevor du den kleinen Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Jetzt heißt der Augen, hebraisiert AGN, Konsonant, Becken. Wir haben einen D-Ecken, B, All heißt in Gott, ist Ken, ist das Fundament, F, unter die Welle, und das geht immer und so weiter und so weiter. Es sind bildliche Vorstellungen, es wird Physik. Nochmal, die Zahlen, wenn Zahlen kommen, wenn ich jetzt das mir anschaue, das könnte ich dir jetzt erklären. Ich habe einmal gesagt, wenn ich den Redo ein bisschen inspiriere, den setze ich so eine Formel vor, wo er noch nie gesehen hat. Und wenn der dir das aus dem Stegreif erklärt, erklärt er das tausendmal besser wie jeder Physikprofessor. Weil der plappert einfach was nach und der hat ein genaues Tiefes in Verbindung mit dem tiefen Wissen der Lautwesen, wie es funktioniert. Und dann haben wir hier ein Rechteck. Sagen wir dasselbe, wenn man was bedeutet das. Wenn ich neugierig war, muss ich nachschauen. Was ist schon dieses komische Zeichen hier? Und das habe ich in vielen Vorträgen schon immer wieder, bin ich drauf eingegangen, das DEL. DL kann ich lesen, die Öffnung Gottes, ich kann aber lesen, ein Trümmerhaufen. Gut, der Gabriel, die Mutter von dem Gabriel, Entschuldigung, die Mutter vom Johannes des Täufers, das ist die Elisheba, die Elisabeth, ne, verrücktes Huhn. Und da ist dasselbe Spiel passiert. Die ist nämlich auch nicht vom Zacharias schwanger worden, sondern von Gabriel. Der Zacharias hat es nämlich auch nicht gebracht. Und jetzt ist klar, dass ich sage, das ist der Bruder. Der Johannes der Täufer ist der Bruder. Ich muss ja nur eins zusammenzählen. Wenn die Maria vom Gabriel schwanger worden ist und die Elisheba mit dem jungen Johannes der Täufer, das steht in der Bibel drin, ist es doch voll korrekt, dass ich sage, hier der Johannes der Täufer und der Jesus sind Brüder, zumindest Halbbrüder. Interessant, ne? Aber da müsst ihr irgendwann mal selber denken. Die Leute denken nicht selber. Das ist selbst Fachleute. Ich koche ja unheimlich gerne. Ihr wisst ja, übrigens hier im Griechischen, das Kochen hat mit Magie zu tun. Mageros. Magie, die Magie der Magier. Mageros ist der, die Kochkunst. Das Zeug zusammenmischen und was Neues draus machen.
Es ist also so, wenn ich Kochsendungen schaue und ich habe da Spitzenköche, da ist man so begeistert, wenn du eine Kochlehre machst. Ich sage das immer wieder, ihr lernt so viel Zeug, was sowas so überflüssig ist. Holger kocht jetzt immer, der schaut, der sagt, du bist so ökonomisch. Ich sage, ökonomisch, das ist Mitdenken. Ich mache mal, pass auf, kleines Beispiel, Melzer. Kennt jeder, hoffe ich, wenn der meine Weisheitsquellen benutzt. Der hat in einer Kochsendung einmal Folgendes gemacht. Das ist das, was man lernt. Das fängt an beim Zwiebelschneiden. Das sind Beispiele, dass du lernst in der Küche, was wie man es macht. Und ich werde dir zeigen, dass du dir unheimlich viel sparen kannst, was überhaupt keine Rolle spielt, aber man macht es, weil man es lernt. Weil es ist dann so. Das ist ein Programm. Keiner denkt über das nach, was er glaubt. Man hat viel zu viel damit zu tun, sich in den Kopf zu zerbrechen, was für ein Scheiß die anderen glauben, die man sich selber ausdenkt, anstatt einmal den Balken in den eigenen Augen anzuschauen. Also gut, er hat irgendeinen Auflauf gemacht. Ich mache, was er gemacht hat, ist wurscht. Aber ich mache jetzt seine Anleitung. Der sagt jetzt als erstes, brauchen wir einen Magerquark. Dann nimm den Magerquark und es ist jetzt ganz wichtig, dass man den vorher auspresst. Am besten nehmen wir dazu ein Küchentuch. Dann das Küchentuch nochmal den Magerquark rein und hat ihn zusammendreht. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn der schon mal guckt hat, dass das rauskommt. Dann hat er vielleicht ein halbes Schnapsgläser weißes Quarkwasser hat er noch rausgedrückt, dass der ganz trocken ist. Da tut er ihn in einen Schüssel rein und dann sagt, jetzt brauchen wir noch 200 Milliliter Milch. Und das werdet ihr feststellen, dass euch das alle Spitzenköche bei dem Gericht sagen, dass man das so macht. Weil das der Standardrepertoire ist, dass man das so macht. Und in vielen, vielen Sachen, das sind Kleinigkeiten, wenn du wach wirst, du sagst, das sind wahnsinnig um mich rum, da denkt ja keiner selber. Das sind reine Mechanismen. Darf ich jetzt weitermachen? Schrödingers Küche ist jetzt Folgendes, dass ich immer sage, du Geist, der du uns ins Ausdenkst, bist immer der Mittelpunkt. Egal, ob du jetzt sagst, um mich rum ist Bleinfeld, um mich rum ist mein Wohnzimmer, ich habe vor mir einen Monitor, ich habe vor mir den Udo und eine Leinwand. Das hängt davon ab, wer du zu sein glaubst und auf welcher Seite. Du kannst hier sein, aber auch in einem Wohnzimmer sein. Du musst bloß auf eine andere Seite blättern. Die Wirklichkeit und die Wahrheit ist schlichtweg und einfach so, du kannst prinzipiell jeden Buchstaben, jedes Wort in einer Kombination rot und blau machen, wobei bei den Worten Wirklichkeit und Wahrheit es natürlich sehr interessant ist, dass man einfach mal schon die deutschen Grundlagen nehmen, das Wirken. Ich nehme immer wirklich, setzt Licht dafür. Das wirkende Licht, da steckt ja das Wirken schon mit drin, ist was anderes wie eine Wahrheit, das kommt vom Wahrnehmen. Das, was ich, das Licht, das ich wahrnehme und das Licht, das wirkt, das ist das Licht im Projektor. Licht und Licht. Du brauchst immer zwei Seiten. Existenz und Existenz. Das rote N, das für Existenz steht, ist Sein. Und das Blaue ist das Sichtbare, das Wahrnehmbare. Übrigens, wahr, doppelt aufgespannte Schöpfung ist eine wahrgenommene Berechnung, HR. Und HR ist das hebräische Wort. Hiresh heißt Berg. Berg wiederum, wenn ich das Wort Berg wieder zurück übersetze, BRG heißt es immer Wachtengeist. Das heißt, es kommt der Wellenberg. Aber das ist immer eine Berechnung. Die Schwierigkeit ist, du hast die Wurzel vergessen. Erinnert euch an gestern. Die dazugehörige Wurzel ist dir nicht klar, dass das ja, du musst es ja aus dir rausschneiden, wenn du dir was ausdenkst. Und jetzt verflechte ich einfache Geschichten schon mit Physik. Okay, jetzt kommt die Schrödinger Skizze, die Küche. Bei der Küche ist es so, bei der Katze sage ich in den zwei Dimensionen, wenn du reinschaust, siehst du dann eine lebendige oder tote Katze. Ich sage jetzt zu dir, wenn du in deine Küche reinschaust, dann siehst du, ja je nachdem, wo du hinschaust, entweder ein Herd oder ein Kühlschrank, es hat noch nie jemand von euch seine Küche gesehen. Jetzt geh mal bitte los und sag irgendeinem Bekannten von dir, mir ist jetzt heute Nacht bewusst worden, dass ich noch nie meine Küche gesehen habe. Das ist immer, ich sage da meistens dazu, ja, das bei mir ist es, wenn ich jetzt das sage, ich habe halt früh mal Zäpfler gekriegt, da kann ich bis um 9 Uhr da bleiben und dann bringe ich es mit zurück ins Heim. Es ist, du merkst, es stürzt ab, dieses Aneinanderreden. Aber was jetzt wichtig ist, du kannst in die Kiste gar nicht reinschauen, weil sobald du in die Kiste reinschaust, musst du dir schon wieder mal einen Raum vor dich hinstellen. Aber du bist in einem Traum. Das heißt, du bist das Zentrum der Kiste, die Kiste selber nimmt mal Küche und sobald du die Augen aufmachst, siehst du ein Herd? Bei mir, wenn ich es jetzt mache, ein Herd, wenn ich so stehe, dann ist hinter mir der Kühlschrank, da ist das Waschbecken, da ist ein Fenster. Das heißt, jetzt habe ich schon in einem gewissen Maße auch meine Astrologie.
In dem Moment, wo du die Radix festlegst, wo du angeblich da außen auf der Erdkugel, die du dir ausdenkst, geboren wurdest, lasst euch jetzt das auf der Zunge zergehen. Ich denke mir jetzt genau aus, jetzt sage ich wieder Weißenburg, wenn wir jetzt hier den 0-0-Meridian nehmen, vor dir ist eine Kugel und das ist genau hier 0-0 auf dem Äquator. Durchgehend durch Greenwich. Jetzt kann ich die Geschichte wieder erzählen mit den Farbnamen, mit Grün, Rot, Blau, Green, Greenwich, wieso die Mitte? Man sagt, gelb geht die Sonne auf, blau geht sie unter, aber das erzähle ich jetzt nicht. Doch, schau, einfach lesen, neugierig waren. Was mir jetzt wichtig ist, dass ich immer ins Zentrum bin. Ich kann jetzt, pass auf, ich mache mal ganz abstrakt, denk mit, schau den Udo an. Ich denke mir jetzt, ich schaue in die Richtung, dann sehe ich zwei Augen vor mir. Jetzt kann ich die wegmachen und dann kann ich jetzt Leute vor mir sehen. Ich kann das wegmachen, ich kann jetzt an Weißenburg denken, ich kann mal an die Wohnung denken. Ich denke mir das aus und immer weiter weg, aber egal, wo ich es mir hindenke, es ist immer hier in meinem Kopf. Und wenn ich jetzt den Blickwinkel verändere, ich bin nur Geist und ich drehe mich in die Richtung oder in die Richtung, verändert sich das. Ich bin aber nicht, ich kann durch die Wand hindurch sehen. Das war übrigens das Kreuz. Und jetzt, selbst mein Redo überrascht, hier und jetzt gedacht vorgestern, jetzt passt es, dass ich das bringe. Hat er übrigens schon mehrere Male gehört. Zurückgeblättert im Buch. Das erste Mal, wann war es vorgestern, oder was sagt, boah, jetzt hat es das erste Mal einen Schlag dran. Und der hat es zigfach schon gehört im Vorträgen. Wenn du weißt, dass du die Mitte bist, jetzt habe ich praktisch Schrödingers Skizze. Wenn du reinschaust, siehst du was vor der Küche. Solange ist alles gleichzeitig dort. Das ist die Wellenlänge, ist gleich Null. Ungefähr dabei. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt was denkt, wir machen jetzt das flächig. Das war dieses Zeug hier. Das ist ja spaßig, da müssen wir auch noch dazu. Ihr merkt, es geht nicht, wenn ich sage, was hat 400 Seiten. Es ist nicht möglich, wenn ich mindestens 400 Seiten brauche, um ein Wort zu beschreiben. Und wenn ich das Wort beschreibe, habe ich in Almena schon gesagt, wenn ich jetzt was beschreibe, das erlebt ihr jetzt wieder. Kommt irgendein Wort und ich weiß, wenn ich jetzt das, was ich beschreiben will auf dem Weg, wo ich euch hinführe, kommt ein Wort, wo du falsch verstehst. Muss ich zuerst, weil ich weiß, jetzt komme ich da eh nicht hin, muss ich das Wort beschreiben und wenn ich das Wort beschreibe, kommt wieder ein Wort und so verfeigt sich das. Und er sagt, dann komm zur Sache. Ich sage, wenn du die Grundlagen nicht hast, komm man nicht hin. Okay? Also das haben wir abgeklärt. Bitte? Ja, mache ich schon. Mache ich sowieso. Das habe ich nicht, das war klar. Da ist zwar jetzt aber mit reingeschmiert. Mache ich schon. So. Das ist ganz einfach. Ich würde jetzt das, wenn ich der Dekar wäre, würde ich sagen, das ist das XYZ-Achsenkreuz. Das oben vergisst ihr, ne? Wir haben YXZ-Achse. Das ist so die flächige Darstellung eines dreidimensionalen Raums. Ist natürlich flach. Okay, und jetzt erkläre ich euch das nochmal. Wir setzen das jetzt ganz anders. Wir lassen dasselbe arithmetische Prinzip, aber wir machen da andere Sachen. Wir sagen, da ist ein Monitor. Okay, das ist das, was du siehst. Das, was du siehst, ist immer vor dir. Hier. So wie wenn ich eine Fahrerbrille habe. Und mit denen, das nennen wir Vergangenheit und das nennen wir Zukunft. Alles, was du siehst und was du wahrnimmst, funktioniert immer nur im Hier und Jetzt. Es muss hier und jetzt muss es in dir in Erscheinung treten. Wir machen uns noch keine Gedanken, wo das herkommt. Wir schauen jetzt erst einmal, wo du die Sachen, die du hier und jetzt siehst, hindenkst. Ohne, dass dir das bewusst ist. Zum Beispiel den Urknall. Ich mache jetzt den neuesten Stand, nicht nach 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit, sondern es sind wahrscheinlich plus 12,5. Also der ist gar nicht da gewesen, sondern da. Merkt ihr jetzt, wenn ich sage, das sind Wahnsinnige? Und da wird dann gestritten, das ist so echt. Ja, was sollte denn echt oder weniger echt sein, wie das, was du glaubst? Okay? Also du siehst es da und du denkst jetzt zum Beispiel an heute Morgen, wie du aufgestanden bist. Oder du denkst, wie du dich ins Auto oder in den Zug gesetzt hast, dass du nach Bleinfeld fährst. Egal, wenn du es denkst, du siehst es hier und jetzt. Das ist das Rote hier und das Rote jetzt. Und sobald du hier dir einen Ort ausdenkst, verschiebst du das räumlich. Und jetzt sind wir nur in der Zeit. Ich mache jetzt nur die Zeit. Sobald du dir einen Zeitpunkt ausdenkst, das ist es. Rote jetzt, in dem befindet sich alles und sobald es blau dir erscheint, ist blau, dass es nicht mehr hier ist, sondern entweder da oder da, Vergangenheit oder Zukunft ist. Gut, wir machen jetzt die Vergangenheit und die Zukunft weg. Also jetzt extra mal. Ah.
Oh. Wir machen unser Jetzt. Das gibt es nicht mehr. Es gibt, uns wird jetzt bewusst, es war ja in der Vergangenheit nichts. Was schon mal sehr, sehr weit in der Vergangenheit, die gibt es nicht mehr. Es gibt bloß jetzt, Zukunft gibt es nicht. Es dreht sich, diese Achse ist eine 90-Grad-Drehung. Wir drehen jetzt das einfach so. Okay? Es ist noch nicht weg, wenn du dir keine Vergangenheit und Zukunft nicht denkst. Das Phänomen selber ist nicht weg. Ich bleibe zuerst nur bei Vergangenheit und Zukunft. Das schiebe ich jetzt mit rein. Du hast die Möglichkeit, deine jetzt feststehende Zukunft zu verändern. Was fehlt uns? Dass du nicht die Möglichkeit hast, deine Zukunft zu verändern. Das ist das, muss sitzen. Das ist das, was ich euch bisher die ganze Zeit erzählt habe. Die Buchmetapher. Stimmt oder stimmt? Wie war das nochmal? Ich bin nur der erste Verstehende, er behauptet was und dann unmittelbar danach behauptet er das Gegenteil. Und dann behauptet er doch wieder, dass es nicht geht, weil ich in dem Moment die Schichten ändere. Du hast wirklich die Möglichkeit, deine Zukunft zu verändern. Aber um das zu können, musst du zuerst einmal bereit sein, was zu opfern. Nämlich deine jetzige Vorstellung von Vergangenheit. Diese Vergangenheit, an die du glaubst, ist ein geistlos nachgeploffertes Vorstellungsmodell, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es erfordert blinden Glauben. Stimmt oder stimmt? Ich mache jetzt ein Beispiel, wo ich hunderte Male bestimmt schon erzählt habe. Wir denken uns jetzt einmal, du würdest als Denkmodell den Glauben haben, den du dir jetzt aufgrund einer intellektuellen Erziehung vor 600 Jahren denkst, wo die Menschen ganz einfach gesprochen gesagt haben, wir leben auf einer Scheibe. Und ich sagte immer, da kommt der Galileo und der behauptet, die Welt ist eine Kugel und den wollten sie dann verbrennen, dann musst du wieder rufen, weil das ja Schwachsinn ist. Ich erkläre jetzt einmal, da muss das ganze Wasser rauslaufen. All das, was die damals wussten, dass das ja gar nicht stimmen kann, weil sie nicht alle Systemparameter bereit waren zu verändern. Was mir wichtig ist, dass du begreifst, in dem Moment, wo du ein Denksystemmodell umänderst, muss man viele Parameter verändern. Das ist ja, immer dran denken, ich erweitere. Du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Es gibt ja keine dritte Dimension, wenn es keine zweite Dimension gibt. Wenn ich jetzt sage, Scheibe, Raum, Kugel, den es ja eh nicht gibt. Okay? Das heißt, was mir wichtig ist, dass in dem Moment, wo du die nächste, ich sag mal, das nächste Update kriegst, das du jetzt kriegst, ist es ja so, dass dir klar werden muss, wenn die Welt ja keine Scheibe, sondern eine Kugel ist, dann war dir, du bist immer noch im zeitlichen Denken, dann war dir noch nie eine Scheibe. Das war ja Hirngespinst für uns. Die war ja schon immer eine Kugel. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir jetzt meine jetzigen Lehrer, die behaupten, die Welt ist eine Kugel, die sagen, da ist sie entstanden. Weil die gibt es ja auch nicht schon immer. Das ist ja schon wieder, du kriegst immer wieder neue Dogmen mit. Dann war dir noch nie eine Kugel. Aber jetzt passt auf. In dem Moment, wir machen jetzt dasselbe, weil ich versuche dir ja zu erklären, was du bist. Ja, wenn ich nicht in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren wurde, dann kann ich ja in der Zukunft niemals sterben. Hey, jetzt wirst du langsam ich. Wenn du nicht bereit bist, dein Wissen zu opfern, das dich in dem Gefängnis festhält, wird es genau passieren, was ich dir sage, du bleibst in dem Buch stecken. In deinem jetzigen Buch ist es vorgesehen, dass das, bevor das ist, was noch kommt, wenn du am Ball bleibst, dann ist es. Aber jetzt haben wir natürlich, das Buch ist meine einfachste Vereinfachungsform. Ich sage immer, Buch kann ich auch sagen, du schaust dir einen Film an. Das ist aber sehr abstrakt einebnig. Ein Film braucht eine Datei. Buch ist das Einfache für den Kindergarten mit dem Lesen, mit den Zahlen. Der Film ist dann schon, der Film, der läuft, da weiß ich jetzt schon, ich brauche eine Konserve. Eine Filmkonserve. Aber jetzt habe ich dann gleich nochmal in Almener schon gesagt, das können wir noch komplexer machen. Wir machen jetzt keinen normalen Film rein, sondern schlichtweg ein Konstruktprogramm, ein Videospiel. Mit einer offenen Welt, GDO. Jetzt wird es noch viel komplexer. Drum, genau deshalb sind diese Sachen jetzt in euren Traum. Ihr seid jetzt in der Entwicklung, in dieser Ebene. Es gibt keine Vergangenheit mehr, es gibt keine Zukunft mehr. Was dich nicht daran hindert, dass du immer noch Sachen, die du denkst, aus dieser Mitte herausdenkst. Das nennst du jetzt das, was ich euch sage, das Science Fiction. Wird nicht in der Zukunft passieren, sondern du rechnest was hoch.
Und da muss dir klar sein, dass wenn wir uns jetzt irgendwelche, was weiß ich, Raumschiff Enterprise Science-Fiction-Gedanken machen, die hier sind, aber die wir uns, jetzt nennen wir das nicht mehr Zukunft, sondern hochrechnen. Materialistisch gesehen ist die Vergangenheit etwas, was war. Und dann ist natürlich, dass die Pyramiden da gebaut wurden. Und ich sage, die gibt es überhaupt nicht. Wenn sie existieren, entstehen sie hier. Wenn du ein Haus anschaust, dann entsteht es in dem Moment, wo du es anschaust. Dasselbe gilt für die Pyramiden. Und dann ist es schon weg, wie haben die das gebaut. Und jetzt, Bleinfeld-Vortrag, bin ich da drauf eingegangen. Wie war das nochmal? Zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Wenn du die Lösung kennst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Schau sie an, wie sie sich freut. Wenn du sie nicht kennst, hast du Arschlochkarte. All deine Probleme und die Probleme der Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst, lassen sich so leicht lösen. Denk sie einfach nicht mehr. Versuche nie ein Problem zu lösen. Übrigens, das lateinische Wort Probleme heißt etwas Vorgelegtes, auch das Vorgebirge. Versuch nie ein Problem zu lösen, sondern löse dich vom Problem. Geil, gell? Aber das wirst du nicht schaffen, weil du zurzeit noch träumst. Und du wirst es bis zum Ende anschauen, bis ich dich geschliffen habe wie einen kleinen Diamanten. Okay, das rechnen wir uns hoch. Oder du holst jetzt ganz bewusst aus deiner geistigen Tiefe, holst dir was hoch. Da kannst du jetzt ganz interessant sagen, das Wissen, das da ist das ganze Wissen und ich hole mir aus dem Wissen was hoch auf meinem Bildschirm. Das ist das, was du jetzt Erinnerung nennst. Erwacht in meinem Innern, wo ich, wenn ich mir was hochrechne, denke ich, weiß ich jetzt immer noch, das ist jetzt hier, aber es ist etwas, was noch nicht da verankert ist, obwohl das prinzipiell von unten immer bloß von unten nach oben die Oberwelt machen kann. Ich versuche das wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Aber wenn du meinst, es ist der Weisheit letzter Schluss, wir haben uns ja erst einmal um 90 Grad gedreht. Das ist 90 Grad. Jetzt pass auf, jetzt drehen wir uns nur mal um 90 Grad. Was ist jetzt? Jetzt ist wirklich nur noch das da. Aber jetzt kommst du rot geschrieben zur Z-Achse. Z ist der Geburtsgeber. Jetzt sind wir beim GBR. Das ist die hier, die ich ja hier nicht darstellen kann. Das ist, da schiebe ich es weg, die hier. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, ich erkläre euch gleich. Da brauchen wir nur 2 Spiegel. Und ich stelle dich jetzt hin, du hast nicht mehr die Vergangenheit, du hast nicht mehr die Zukunft. Du hast immer nicht mehr den Gedanken, es ist in mir drin und kommt in mir hoch oder ich rechne das hoch. Wir haben 2 Spiegel und du schaust jetzt einfach mal, tust den einen Taschenspiegel, Spiegel hüben, Spiegel drüben, ihr wisst es, den einen runterziehen, schaust hier, tust dir hier den Spiegel auf die Kante und hältst hier einen Spiegel hin. Oder was noch geil ist, wenn du das machen kannst, Lodo, glaube ich, das baut einen Spiegel und dann machst du ein kleines Loch rein und dann hältst du da einen Spiegel und dann schaust rein. Und dann hast du den Spiegel drin. Brrrt. Das ist die Achse. Bin gleich fertig. Das ist die Achse. Okay? Jetzt hast du das immer hier, was vor dir ist, aber in dieser 8. Achse. Und natürlich hinten auch. Jetzt kann man das noch drehen. Da könnte ich sagen, wenn die Magnetlinien, wenn wir den Winkel verändern, habe ich auch erklärt. Das ist die 2. 90 Grad, 1. Drehung. Es geht um die Drehung. 1. Drehung. 2. Drehung. Hängst du immer noch drin. These, Antithese. Ausstreuen, ausstreuen. 3. Drehung ist Synthese. Jetzt gehe ich aus dem Mittelpunkt heraus und schaue von oben drauf. Dieses kleine Licht dazwischen. Und jetzt sind die auch weg. Wisst ihr, was ich meine? Das Lämpchen, zack, zack. Und wenn ich jetzt nochmal als Geist oben drauf schaue, dann ist das und das auch weg, weil dann weiß ich, das ist wie wenn ich ein Lämpchen nehme, zwischen 2 Spiegel und mache dann den Spiegeltunnel. Dass das auch noch wegfällt. Jetzt bin ich wirklich das Licht im Zentrum. Jetzt machen wir Pause.